Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tropico 6. Als nächstes gehen wir das Kapitel Höhere Gewalt an. Der Grund dafür ist, dass ich dieses Zeitalter bereits kenne im Gegensatz zu allen anderen. Deswegen gehe ich hier rein und ich möchte euch dann auch gleich das ein oder andere dazu sagen. So, das überspringen wir und nehmen das an und dann akzeptieren wir das Ganze. Und Pause. So, jetzt werde ich erstmal das ein oder andere Gebäude hier hinsetzen. Wie gesagt, ich sage euch da gleich nochmal ein paar Sätze zu. 1, 2. Dann, wo ist die Straße? So, rüber. Und, ja, so rum funktioniert es nicht. Dafür funktioniert es so rum. Aber auch nicht richtig. So. So funktioniert es. Okay. Die Straße wäre gesetzt. Dann kommt hier nämlich nochmal so ein Meisterwerk. Das funktioniert nämlich auch wieder nur in eine Richtung. Passt auf. Oh, diesmal funktioniert es auch so rum. Hat es beim letzten Mal nicht. Das wäre schon mal erledigt. Dann geht es hier weiter mit Holzfäller tippen. 1, 2. Dann kommt daneben ein Sägewerk. Das bauen wir. Ah, Moment, das hat einen Eingang. Nicht, dass ich den Eingang verkacke. So, dann kommt das dahin. Und dann brauchen wir nochmal eine Schiffswerft. Die muss ich aber freischalten. Die kommt dann... Könnte ich direkt daneben bauen. So. Die muss natürlich ebenfalls mit einer Straße versehen werden. Das können wir hier machen. Und dann brauche ich... weg. Noch ein weiteres Gebäude, und zwar liegt das an dieser Stelle, die Piratenbucht. Da passt sie nicht. Irgendwo hier in der Ecke war das, dass sie passte. Irgendwie auch nicht. Seltsam. Okay, so passt sie. Damit bin ich erstmal einverstanden. So, dann brauche ich noch eine Sache ganz dringend, und zwar, wie gesagt, ich werde gleich kein Geld mehr haben, aber in der Zeit dann erzähle ich euch, worum es geht. Okay, die hätten wir. Und dann brauchen wir weiter noch eine Bibliothek, aber die kann ich mir garantiert nicht leisten. Nee, dafür fehlt das Geld. Dann brauche ich aber noch, damit das zumindest nicht gleich den Bach runtergeht, hier noch ein paar Ärger. Na, nee, komm, das ist erstmal unwichtig. Wir fangen erstmal an und lassen laufen. Also, wir haben jetzt aktuell nachts 1:48 Uhr, hat gerade gewechselt am 3.4. Ich habe mir fest vorgenommen, dass ich morgen, während ich unterwegs auf der Arbeit bin, die Folge render, damit ihr die auch rechtzeitig bekommt und ich es mal schaffe, mehr als 2 Folgen hintereinander hochzuladen. Problem an der ganzen Sache ist, ich bin an dieser Mission bereits 2-mal mehr oder weniger kurz vor Ende gescheitert und das ist irgendwie nicht ganz so lustig. Ich weiß im Großen und Ganzen, wie es funktioniert. Aber sie ist im Vergleich zu den Missionen, zu den 3, die ich vorher gespielt habe, doch um einiges schwieriger. Und ja, finde ich herausfordernd. Auf jeden Fall lässt mich das Ganze nicht los. Es ist die Sache so, dass ich mir fest vorgenommen habe, ich werde diese Folge noch beenden. Deswegen, ja, sitze ich auf jeden Fall immer noch hier. Und hoffe mal, dass ich es in diesem Anlauf schaffe. Bis jetzt habe ich zu sehr versucht, glaube ich, die Missionen voranzutreiben. Und zwar die, die immer unten aufploppen, das ist ganz klar. Und habe dadurch einige andere Dinge vernachlässigt. Ich bin meistens einige sogar sagen, an den Wahlen gescheitert. Sei unvollkommen. So, die läuft sogar, die Mission. Also ich bin oft an den Wahlen gescheitert, weil die Bevölkerung ziemlich angepisst ist. Dass ihr mal so einen groben Überblick bekommt, es geht darum, dass ich nachher 3 Bergwerke habe, dass ich Waffen bauen soll. An der Stelle war für mich jedes Mal Ende gewesen. Entweder lag es daran, dass ich pleite war, was wiederum dann der Grund war, dass Präsidente, erinnern Sie sich an die Geschichte? Das können wir machen. So, das geben wir mal beides in Auftrag. Da ist der Beute läuft, dann gebe ich hier noch Retten. Nehmen wir mal Gebildete, weil die brauche ich sowieso bald. Also, hier hinten baue ich nachher eine Waffenfabrik auf, wo ich gerade bin. Und ich habe dann hier nochmal so ein Handelskontor gebaut, so dass da auch die Schiffe ja quasi entladen werden können. Also jetzt nicht so ein Transportdepot, sondern das, wo die Geldschiffe kommen. Und zwar hier so eine Hafenanlage. Und ich habe dadurch das Problem gehabt, ich habe unglaublich viele Waffen gehabt, war auch die ganze Zeit so bei
so um die 10.000, 20.000 im Plus gewesen. Und dann fangen auf einmal die Schiffe an, genau zwischen den Hafenanlagen, die Bahn die ganze Zeit hin und her zu schiffern. Und im Endeffekt, ja, kamen die Schiffe an und haben immer so 1.000, 2.000 Dollar nur da gelassen, weil alle anderen Bahnen zwischen den beiden Dingern unterwegs waren. Ja, dann vielleicht konnte ich nichts mehr großartig gegen machen. Das andere Mal habe ich dann, obwohl ich eine Zufriedenheit hatte von der Bevölkerung von 51, ich habe also gesagt, okay, ich möchte jetzt hier nicht auf Nummer sicher gehen, ich vertraue der Bevölkerung. Da kam dann die Bevölkerung auf einmal auf die Idee, ja, nee, dass sie das doch nicht so lustig werden sie auch Ey, da dachte ich mir in beiden Fällen, ey, was ist denn da nicht richtig? So, die zwei Wohngebäude können wir auch bauen. Ja gut. Also erstmal, wie gesagt, die Schiffswerft läuft, wir haben die ersten Planken schon dort, deswegen werden wir da auch gut Gewinn machen. Das brechen wir mal ab. Dann werde ich die zwei Baracken bauen. Wie gerade gewünscht. Moment. Nicht, dass ich mich da jetzt vertue. 1, 2. So funktioniert das. Dann kommt eine Straße darüber. Ich kann sie zwar von der Straße wegbauen, aber das bringt mir nicht allzu viel. Und dann weiß ich aus Erfahrung, dass ich hier hinten auch Eisen habe. Und das kommt mir sogar ganz entgegen. So. Das bauen wir. Das mit einer Straße versehen. So. Baue die Straße erstmal nur bis da. Und dann baue ich von da aus auch eine hier rüber und gehe dann daran. So. Dann wird da auch Eisen hergeholt. Dann habe ich hier schon mal beides. Und ich werde dann auch hier bei Zeiten wohl Stahl benutzen. Ach, die Zeit steht still. Ich wundere mich die ganze Zeit. Das wirkte so langsam. So, haben auf jeden Sie die Fall. Aktienkurse gesehen, Präsidente? Das können wir machen. Das muss aber in der Forschung passieren. Und dafür brauche ich, das kann ich eigentlich auch gerade machen, noch schnell die Universität. Die befindet sich nämlich da. Man merkt, ich bin müde. Ich konnte es bei der letzten Runde besser. Klatsch, dann haben wir eine Uni. Gut, wir müssen jetzt Gold exportieren. Gold bauen wir von da oben ab. Rettungsmission läuft, Kirchengebühr muss erforscht werden, Leute läuft, Eisen wird gerade gebaut. Ja, dann kann ich in der Forschung schon mal sagen, dass wir hier die Kirchengebühr erforschen. Aber dafür muss hier die Dings fertig werden. So, ich habe jetzt noch ehrlich gesagt keine wirkliche Ahnung, wie ich das diesmal versuche zu lösen, dass ich nicht wieder pleite gehe, weil ich da hinten hinbaue. Einzige Überlegung wäre natürlich jetzt, die Insel komplett zu ignorieren oder versuche da früher hinzugehen, um meine gesamte Wirtschaft quasi auf die andere Insel zu bringen. Ich weiß auch nicht, ob das ein Bug ist, aber es hat mich echt Nerven gekostet. So. Da müssen wir auf jeden Fall warten. Wie gesagt, wir müssen jetzt echt ins Plus kommen. Das passiert aber, sobald wir dann hier ein paar Boote mehr verkaufen. Und das mit den Booten funktioniert ja auch noch ganz gut, würde ich sagen. So. Geld ist halt am Anfang wieder ein massives Problem. Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Zu einer Botschaft von El Presidente. Kauft Kriegsanleihen! Ja. Sie helfen uns, den Krieg zu gewinnen. Aber wir sind mit dem Schiff im Plus zumindest mal wieder. Und ich werde in etwas investieren, wenn überhaupt, was mir Geld bringt. Gut, da oben sind ein bisschen zu wenig Einwohner. Da gucken wir mal, dass wir da vielleicht eine Baracke hinbauen oder zwei, damit die nicht so weit laufen müssen. Damit die dann auch glücklich sind, kommt dann auch eine Taverne zu. Nee, das ist ein Holzfäller, keine Taverne. Die Taverne befindet sich hier. Dann werden wir nochmal kurz gucken, dass wir den Zirkus freischalten. Und den werden wir dann auch gleich für 4.800 bauen. Es okay. Ist getan. Wir nehmen eine Blaupause. Wir haben den Schutzturm erhalten. Das ist ja so mittelmäßig in Ordnung. Hätte was Besseres sein können. Ich denke mal, dass wir diesmal nur über Straßen arbeiten werden. Und ich versuche, keine zweite Hafenanlage zu bauen. Ich glaube nämlich ehrlich, ich würde mega durchdrehen, wenn ich deswegen schon wieder scheitere. Okay, ich weiß auch nicht, ob ich das falsch sehe, weil man kriegt ja auch mehr Schiffe, wenn man mehr Hafenanlagen hat. Aber sie nutzen es halt auch als Transport und denn, wenn ich Waren auf dem einen brauchen würde eher,
das nehmen wir an. Die wollen, dass ich sie ein bisschen zufriedener mache. Das ist aber nicht großartig ein Problem. Wenn ich jetzt ein bisschen Geld kriege, habe ich das sofort erledigt. Das kriege ich, wenn ich die Boote fertig bekomme, aber da fehlen mir Pflanzen. Da haben wir auch keine mehr. Die arbeiten hier nicht richtig. So, geben wir die mal ein bisschen mehr Geld, dann arbeiten die auch besser. Ja, das bringt mich noch nicht so weit raus, wie ich das gerne hätte. 7.000. Bei 10.000, das könnte klappen. Ich werde direkt Pause drücken. Kann schon. So, damit schaffen wir es. Den Zirkus bauen wir. Und zwar bauen wir den hier hin. So, was möchtest du? Du möchtest die Bildung erhöht haben, da kümmern wir uns selbstverständlich auch drum. So, dann geht's hier erstmal weiter. Der Zirkus muss übrigens nicht an der Straße angeschlossen werden, der arbeitet auch so ganz gut. Und damit sollten wir jetzt langsam gucken, dass die Zustimmung steigt. Ja, im Moment steigt sie noch in die falsche Richtung. Jetzt 10.000, damit haben wir immer noch keine Boote hier drin. Bring mal noch die Boote rüber, dann wäre ich zufrieden. Ja, ich glaube, da werden sie gerade abgeholt. Nee, hat nur Planken gebracht. Verstehe ich auch nicht, dass sie nicht die Boote direkt darüber packen. Liegt ja quasi direkt nebeneinander. Eine gute Tat, Präsidente. Dann erhöhen wir den Ruf weiter. Zweifellos ohne jegliche Gedanken an eine Belohnung. Klar. So. Bauen ganz kurz die sagt schnell die Highschool, damit die Bildung ein bisschen steigt. Das können wir uns aber nicht leisten für 7.000. Die ist fertig, heißt wir schicken sofort noch mal eine Schatzjagd hinterher, damit wir vielleicht auch noch mal ein paar Blaupausen kriegen. Rebellenaufstand ist niedrig, naja gut, es steigt ja, ne? Der Zirkus, der tut das, was er soll, meine Bevölkerung zufrieden stimmt. Wir haben die Kirchengebühr, die sollte ja auch erhöht werden. Dann kümmern wir uns direkt, indem wir die Verordnung Kirchengebühr auch erlassen. Bitte schön. Dann werden die auch zufriedener. Hoffe ich. Okay, 17% ist halt nicht gerade das the yellow from the egg, aber wir produzieren schon mal Eisen. Gold wird auch exportiert, dann kümmern wir uns bald darum, dass wir vielleicht auch Sie Stahl schon herstellen. Sie helfen den Achsenmächten dabei, ihr eigenes Gold zu stehlen. Das machen wir. Das geht relativ einfach. Kostet auch nur 750. Besser als nichts, Präsident. Damit haben wir eine Klinik umsonst bekommen. Muss aber noch gebaut werden. Die befindet sich an der Stelle. Und die bauen wir einfach. Da wird sie doch gut auf dem Palastgelände passen, oder? Bauen wir hochkant dahin. Dann haben wir daneben noch ein bisschen Platz. Okay, die Zufriedenheit, 3 Prozentpunkte, sollte möglich sein. Kirchenstufe schaffen wir auch. Ein Punkt noch. Wäre nämlich schön, wenn die schon mal weg wären. Dann gucken wir mal, ich hätte nämlich gerne noch die Audienz. Die kann mir nachher auch noch gute Dienste erweisen. Jetzt schauen wir mal. Es war gut mit Ihnen, Geschäft. Danke. Wir haben hier eine Maisplantage. Unser geliebtes Maskottchen, Captain Tropico, auf der Gala der Tropico-Dienstleistungsorganisation erscheinen wird. Das ist erledigt. Was ist denn das hier? Achso, eine neue Mission. Okay, alles klar. Ich dachte gerade, wieso haben die auf einmal doch noch einen Wunsch offen? Ganz kurz gucken, wie sieht es denn arbeitstechnisch aus? Wir haben Obdachlose, Arme. Gucken wir mal, wo seid ihr? Ihr seid auf der Hauptinsel, da müssen wir natürlich was gegen machen. Wir könnten hier unten noch einen großen Wohnkomplex bauen, das habe ich eben nicht gemacht. Das werde ich aber diesmal machen. Kommen wir da runter? Ja, perfekt. Geht sogar bis dahin auf. So. Dann kann ich hier... Ich werde auch nicht zu viele bauen direkt. Ich werde einfach mal schauen, dass wir hier nach und nach... Nervig. Verklickt. Abbrechen. Ich möchte das Gebäude nicht bauen. Da kommt mal eine zweite Baracke hin. Und was ich auf jeden Fall noch bauen wollte, das war jetzt hier die Highschool. Die setzen wir einfach dahin. Okay,
damit kann ich erstmal leben. Dann steigt auch die Bildung. Gold wird auch exportiert und ich schaue mal, dass ich jetzt nicht zu viel Geld ausgebe. Ich würde gerne mal lieber im Fluss leben eine Zeit lang. Unser Geld ist im Umlauf, Press. Die Kapitalisten, wie gesagt, ich befürchte halt, dass wir bald die Wahlen haben. Die waren auch letztes Mal sehr früh, ich meine 1919 oder 21. In einem der beiden Jahre war es. Pass auf, jetzt ist es genau da mitten drin. So, wo bist du? Du bist auch hier. Das ist also wirklich hier diese Ecke, wo die Leute ziemlich arm sind. Dann gucken wir mal, dass wir denen da ein bisschen helfen. Also es sind 4 Felder. Also werde ich da mal eine Straße bauen und dann können wir da nochmal 1-2 Baracken setzen, sogar 3 und mit der 4. So, weiter darf ich jetzt nicht bauen. So, das hätten wir und dann sind wir auch erstmal an den Punkt gekommen, wo wir weiterlaufen. Damit sollten doch meine Arbeitslosen, Wohnungslosen, wie gesagt, wir haben 13, langsam verschwinden. So, wir könnten mal eine Handelsroute noch in Erwägung ziehen. Okay, wir haben noch 10.000 durch die Schatzjagd gekriegt, dass der Vulkan ausbricht, das hatten wir auch eben der Fall. Dann kriegen wir jetzt gleich. Präsidente, Sie sehen gelangweilt aus. Haben Sie keinen Hut? Das können wir eigentlich machen, wenn wir ein bisschen Geld haben, weil das kostet, wenn der Präsident irgendwo hingeht. Es sei denn, er macht das freiwillig, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering. So, wo ist denn 5.000 nur? Wir haben wieder keine Schiffe dabei. Warum machen wir eigentlich so nicht mit Schiffen? Wir haben doch da wieder unzählige drin. Können Sie die nicht noch schneller rüberpacken? Ja, können sie scheinbar nicht. Hervorragend. Damit bleiben wir im Minus. Wenn ich sage, ich wünschte, jemand würde von einem Handelspartner an, der keine Supermacht ist. Okay, alles klar. Das werden wir sofort erledigen. Dann gucken wir mal. Lassen wir mal nach Mächten sortieren. Und dann, die sind alle so teuer. Alle so teuer. Fälle sind recht günstig. Wären 1125 und wir zahlen natürlich drauf. Ja. Haben wir noch was anderes günstiges? Ja, ne? Okay, das wären halt weniger Prozente drauf, aber es ist allgemein gesehen teurer. Waffen sind sowieso saumäßig teuer. Und dann hätten wir eigentlich sonst nicht wirklich was. Also sollten wir die Fälle nehmen. Ja. Weil alle anderen Sachen bringen nichts. Boot ist auch noch da. Boot, ne, sehe ich gar nicht ein. Krieg ist auch noch günstig, aber so 1750 wäre mir zu teuer. Ich möchte halt so wenig wie möglich ausgeben. Mais ginge auch noch, sind 2000. Ne, pass auf, wir nehmen einfach hier die Fälle und dann ist gut. So. Fertig? Dann sind wir auch zufrieden. Das Eisen ist fertig. So, Atombomben! Fakt oder Fiktion? Hier werde ich mal ein bisschen mehr investieren, sagen, damit wir begreifen die Physik haben. Nicht. Der Palast sagt, strengt euch gefälligst an! Ja, ich bin immer noch zu weit im Minus, Leute. Aber wir kommen gleich aus dem Minus raus. Wir haben nämlich jetzt endlich mal die Boote dort. Was die ausmachen, wenn wir sie loswerden. Das ist der Wahnsinn. Jetzt habe ich noch eine Idee, was ich eben nicht gemacht habe. Präsident, unsere Polizeiwache, die ist sogar recht günstig. Die können wir sehr schnell bauen. Ich drücke natürlich direkt Pause. Wir sind nämlich gerade sogar im Fluss. Nein, ich habe doch gesagt Pause, bevor die das Geld ausgeben. Ich möchte jetzt einen Transporthafen bauen. Und zwar hier oben hin. So. In der Hoffnung, dass die dann das Gold direkt per Schiff runter zum Hafen bringen. Dann würde ich mir auch unglaublich viel Arbeitszeit sparen. Dann wollten sie eine Polizeiwache haben. Die werde ich sofort jetzt erforschen und auch bauen. Gut, hier ist es eh ziemlich sicher. Deswegen wäre das nicht so das Optimum.
da könnte ich sie hinstellen. Tun wir das. Dann hätten wir auf jeden Fall das ebenfalls erledigt. Gebäude besuchen. Machen wir das, Herr Präsident. Und auch. Warte mal, du solltest die Botschaft, ne? Ja. Das ich sollte mir was Hübsches wollte ich kaufen, nur auf Nummer sicher gehen. Scheiß Botschaft. Entgegen. Alles klar. Und let's go. Dann schauen wir mal, ob das mit dem Transporthafen was bringt, dass wir dadurch mehr Gold nach unten bekommen. Und auf jeden Fall erstmal, hier läuft was. Nebenbei kann ich mal gucken, wie sieht es mit den Obdachlosen aus. Wir haben nur noch 11, das ist also schon mal besser geworden. 4 freie Arbeitsplätze. Daran müssen wir auf jeden Fall arbeiten. Das passiert aber jetzt, wenn die Polizeistation auch gebaut worden ist. Das macht schon mal viel aus. So. Aber irgendwas fehlt dann noch. Jetzt nicht mehr. Wir sind mit 8000 im Minus, gehen jetzt ins Plus über. Wir wissen und ihre wir nehmen den Ruf natürlich. Was wir haben eine neue Mission. Tag, stellen Sie Migranten mit Universitätsausbildung ein. Moment. Das müssen wir dann über ihn machen. Ich bin der Broker. Sprechen irgendwelche dieser Angebote Sie an? Sie sind alle völlig legitim. Immigranten mit Universitätsausbildung. Dieser wäre das. Zack, der kommt und dann ist die Quest auch wieder erledigt. Wow, wir sind noch im Plus. Wir sind noch im Plus. Frage natürlich, wie lange noch? Ich versuche es jetzt lieber langsam und kontrolliert aufzubauen, als so Massenbauprojekte, wie ich es beim letzten getan? Mal gemacht habe. Sie wollen wissen, wie viel Ihnen gezahlt wird? Hier nehme ich das Ein Geld. Ein fremder Geist sollte respektiert werden. Weil den Ruf kriege ich auch, indem ich mit denen handel. Und ja, die Schiffe fahren von oben. Das ist natürlich nicht schlecht. Und damit ist auch das mit dem Gold erledigt. Wenn das Schiff jetzt ankommt. Wir machen nämlich hier auch nochmal 6000. Präsidente. Ich habe ein Problem, Präsidente. Das wissen wir, dass du ein Problem hast. Dafür brauchen wir Wachtürme. Die können wir nämlich auch direkt bauen. Und zwar auf dieser Insel brauchen wir davon 1, 2 und 3 an der Zahl. Dann werde ich hier auf jeden Fall... ein Vulkan bricht auf. Können wir sofort evakuieren. Werde ich hier auf jeden Fall nochmal ein Wohnviertel bauen. Ja, jetzt habe ich... Aktienmächten. Gute Neuigkeiten, war die falsche Quest. Bei all der Vulkanasche. Andere Sache, die ich noch gleich angehen muss. Etwas, ich muss dieses Bergwerk wieder aufbauen. Muss etwas sehen. Das nennt man Überwache. Also, Aufwache. Um hier weiter Geld zu verdienen, werde ich jetzt erstmal gucken, dass ich hier noch ein paar Plantagen baue, damit ich auch mehr Nahrung bekomme. Die ich wiederum im Überschuss dann auch verkaufen kann. Deswegen, das habe ich ja schon mal gemacht, versuche ich jetzt, soweit es geht, alles zu bauen. So, Zucker wären hier 93%. Könnte ich sogar zwei übereinander bauen. Eins, zwei. Dann kann ich nämlich noch eine Rumdestille bauen nachher. Hier ist aber rot, das will ich nicht so haben. Kaffee ist auch nicht gut, Baumwolle schon was besser. 1, 2. Wie sieht es mit Gummi aus? Nicht so gut. Das heißt, ich könnte auch noch hier unten Baumwolle hinbauen, weil ich sonst da unten nichts hinbauen kann. Ne? Mal sicherheitshalber. Doch, Ananas könnte ich noch hier hinbauen. 1. Und irgendwie... Ah, okay, es ist rot, deswegen geht's nicht. Die Bürger verlangen nach. Ich halte natürlich eine großartige Rede, wie immer. Fraktionen loben die am schlechtesten, das sind die Kommunisten. Das ist mir alles egal und ich verspreche euch. Meine Freunde. Das machst du wieder. Ihr seid die Außerwelt. Also mein Präsident hat kein Zuhause mehr, nur dass ihr Bescheid wisst. Den haben sie rausgeworfen. Ich werde jetzt hier nochmal eine Schatzjagd starten. Und ich habe eine Verordnung, um das... Oh, warte mal, 48% Zustimmung. Ich brauche keine Verordnung. Lasst euch vom Präsidenten unterhalten.
Gut, dann die Geschwindigkeit nochmal hochsetzen. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal hinten eine kleine Siedlung bauen. Ich werde auch noch mehr Transportbüros bauen. Ansonsten habe ich nämlich hier auch keine Chance. Einnahmen sind nur bei 5.000 und ich bin immer noch 10.000 im Minus. Gott mag ihre Blasphemie vergeben, mein Kind. Du möchtest, dass ich den Zirkus baue oder dass ich die Verfassung wahlrechtreiche Bürger einführe. Herr Präsident. Ignorieren Sie diesen Boten des Mammon und investieren Sie in Geschäfte zum Wohl der Menschen. Wenn ich das jetzt mache, kann es sein, dass ich meine Zustimmung verliere. Deswegen muss ich mich jetzt hier für den Zirkus entscheiden. Das würde mir sonst eventuell das Genick brechen. Nicht sicher, aber eventuell. Ich kann mal ganz kurz gucken, kann ich hier irgendwas gewinnbringend noch verkaufen? Am besten an die Achsenmächte, mit denen ich mich gut stellen muss. Pflanzen habe ich nicht übrig, Baumwolle würde ewig dauern, bis sie fertig sind, aber ich habe sowieso gerade sonst nichts zu tun. Also, let's go. Wir bauen hier hinten noch ein paar Baumwollplantagen. So, das Goldwerkwerk ist auch noch nicht fertig. Die Kriegsführung revolutioniert. Trotzdem besitzt also Tropico keine Luftwaffe. Erstmal alles in Ordnung. Baumstämme werden verkauft, gleich Eisen. Dann kriegen wir auch welche. Okay, alles gut. So, Schiff kommt. Ich hätte trotzdem gerne noch ein paar Boote dazwischen. Okay, wir haben hier auch keine drin. Oh, die sind hier hingebracht worden. Dann sind wir mit 8.000 im Plus. 10.000 sogar. Ich drücke nochmal kurz Pause. Denn jetzt würde ich an der Stelle gerne... Ich brauche Ihre Hilfe, Präsidente. Alles ist schiefgegangen und wir brauchen eine verlässliche Hand am Ruder. Also Export an die Alliierten. Was hättet ihr denn gerne? Ihr hättet auch gerne Baumwolle, ne? Aber Eisen läuft, glaube ich, am besten. Gibt es noch irgendwas, was schneller geht? Dann sind 10.000, 2.8. Ne, muss das Eisen sein und das wird ewig dauern. Naja gut, da muss ich auch noch so ein Ding aufbauen. Na toll. Gut. Lässt sich gerade nicht ändern, deswegen akzeptiere ich das so. Ich habe versprochen, dass ich einen Zirkus baue. Das werde ich an der Stelle tun. Den baue ich hier vorne hin. Und den gebe ich auch der Aufgabe sofort fertigstellen. Wir werden hier vorne eine ganze Menge Arbeiter brauchen. Also 2, 5, dann können wir nämlich hier rüber bauen. Und ich baue erstmal nur bis hier. Kann hier schon mal einstellen die Baracken. 1, 2, 3, 4. Und ich werde hierhin noch eine, nicht ein Haus, helfen wir mal schnell, einen kleinen Laden bauen. Den baue ich aber hier oben drüber, wo ich eigentlich keine Häuser mehr bauen möchte. Und ich versuche hier oben auch noch eine Kapelle zu errichten. Das finden nämlich dann wiederum unsere Gläubigen ganz dufte. Ich könnte sie auch dahin bauen, weil hier die Ecke möchte ich erstmal noch freilassen. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber ich möchte sie freilassen. So. Und dann, bevor ich es vergesse, auch ganz, ganz wichtig, Transportbüros. Davon brauche ich auf jeden Fall noch mehr. 1, 2. Und dann lassen wir nochmal laufen. Auch wenn ich wusste, dass Sie das Richtige tun würden. Ich auch. Auch wenn es echt wichtig ist, dass das jetzt alles so funktioniert. Vielleicht baue ich auch noch ein weiteres Baubüro. Einfach nur, dass wir hier ein bisschen schneller bauen. Aber andererseits sollte das auch so funktionieren, denke ich. Okay, Straße können wir gerade nicht bauen. Und Einwohner brauchen wir hier auf jeden Fall in der Ecke. Noch ein paar mehr. Und da wird auch noch eine hier zwischen dann eine Hochschule gebaut. Damit die Leute auch noch ein bisschen intelligenter werden, ne? So, Immigranten, warum haben wir die übrigens immer noch nicht? Habe ich keinen Platz für die oder was? Irgendwie funktioniert die Fest nicht so, wie ich mir das denke. Wofür habe ich denn die überhaupt bestellt? Ich bin der Broker. Vermutlich hatte ich einst einen anderen...
Die sind doch auch eingestellt, oder meinen die damit was anderes? Vermutlich. So, hier haben wir ein paar Boote drin. Und da nehmen wir nichts ein. Das Schiff kommt. Liegt aber auch mit daran, denke ich, dass hier hinten gerade ein riesen Bauprojekt ist. Das macht ja öfters Probleme, wenn das zu viel ist auf einmal. Weil die, so wie ich das Gefühl habe, hier Waren hinbringen. Nee, die werden nicht so wählen mit. Eben bin ich mit 52% gescheitert. Ganz schön was los hier auf der Autobahn. Präsidente, ja, die Arbeiter haben eine Busgarage bauen. Geht klar. Verlasst euch drauf. Noch bevor ich das Spiel beende, werde ich eine Busgarage bauen. Okay, Wahltag ist bald. Ich denke schon, dass wir es schaffen. Ansonsten, das war knapp, Präsidente. Offenbar müssen einige Bürger. Das ist doch irgendwie unvorstellbar. Warum ist das so knapp? Okay, wir machen nur 9000. Doch, jetzt machen wir 20.000. Wir sind aber immer noch sehr weit im Minus. Knappes Ergebnis, unseren geliebten Präsidente. Wie ich höre, war es nicht ganz so knapp. Tatsächlich war es ein Erdrutschsieg. Ja, diese Propaganda immer. Propaganda. Ich hatte eben auch keine Zeitung. Vielleicht sollte ich Zeitungen bauen. Einfach um die Zustimmung noch was weiter nach oben zu kriegen. So, aber der Bereich, den wir im Minus sind, der gefällt mir gar nicht. Andererseits wiederum, wir werden jetzt hier, glaube ich, ein bisschen mehr Geld bekommen, obdachlose Familien. Wir haben so viele freie Stellen, da müssen wir auf jeden Fall gegen arbeiten. Hola. Du bist wo? Auf dem Wasser, ja, da bist du gut. Wo gehörst du hin? Du arbeitest in einem Wachturm. Und wo ist deine Hütte? Gebäude fokussieren. Okay, ich verstehe. Dann habe ich auch einen Plan, was ich mache. Pause. Wussten Sie, dass ein ganzes Drittel der jünger Fischer waren? Moment, Fischereihafen. Was kostet mich denn diese Busgarage? Die könnte ich mir leisten. So, Moment, da muss ich noch ein bisschen näher ran mit der Kamera. Dann kann ich jetzt die Busgarage bauen. Wo hätten wir sie denn gerne? Es ist ja eigentlich egal, wo sie ist. So, natürlich da ist es schlecht. Da will ich sie eigentlich nicht bauen, aber mein Gott, dann muss ich das tun. Gleichzeitig möchte ich, dass dieses Gebäude an der Straße ist. So. Und die möchte ich eigentlich, dass sie fertig wird. Jetzt kann ich hier schon mal sagen, let's go, machen wir weiter hier ein paar Schatzjagden. Busgarage wird gebaut, Fischerei kann ich mir gerade nicht leisten und die Handelsroute mit den Alliierten, dass mal weiterlaufen, dürfte doch auf einem guten Weg sein. Ja, 1200 noch, dann ist das auch erledigt. Und das mit den Immigranten, ganz ehrlich, keine Ahnung, wie ich das regeln soll. So, die Hütte ist schon voll belegt, damit habe ich wieder ein paar Leute von der Straße in die Wohnung geholt. Die ist auch voll. Gucken wir mal, ob das so aufgeht. So, wie sieht es damit aus? Die ist nicht ganz voll. Das sieht doch erstmal alles ganz in Ordnung aus. Wir haben Präsident, eine neue Quest. Erinnern Sie sich an die Geschichte von dem Mann, der sein Haus auf Sand hat. Das werden wir machen. Dafür muss ich aber die Arbeitsmarktpolitik auch erforschen. Da fehlen mir noch ein paar Pünktchen für. Und den Fischereihafen bauen wir, sobald der Transporter da angelegt hat. Als hätte ich es geahnt, dass das Geld ausreicht, wird jetzt hier irgendwo ein Fischer hingebaut. Ah, sieht doch schön aus da, oder? So. Dann haben wir auch die Quest erledigt. Wie gesagt, Arbeitsmarktpolitik läuft. Um die Bildung mache ich mir Sorgen. Wieso seid ihr da auf der Straße? Bist du wirklich... Du bist gut situiert. Das heißt, du könntest eigentlich so voll in dem guten Ding wirken. Mieter müssen reich oder wohlhabend sein. Du könntest hier zum Beispiel in einem Landhaus wohnen. So, guck mal.
Wenn ich dir da jetzt noch 1, 2, 3, 4 Landhäuser baue, dann sollten die doch eigentlich von der Straße. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Weil die könnten ja auch theoretisch hier einziehen. Aber da haben sie ja keinen Bock drauf. Warum auch immer. Aber es muss ja nicht sein, dass Leute, die Geld haben, auf der Straße leben. Weil die zahlen ja auch Miete. Und ja, das ist wirklich so, habe ich festgestellt. Was machen denn die Grünen da? Ein Hörer stellt die Frage, wie kann ich El Presidente helfen, den Krieg zu gewinnen? Der Palast so, Entschuldigung. Antwortet, wählt bei der nächsten Wahl. Manchmal habe ich Frosch im Hals. Okay, das reicht nicht aus, um aus dem Minus zu kommen. Liegt daran, dass wir wieder keine Boote eingeliefert hatten. So, aber die Farmen sind auch nicht voll besetzt. Das ist auch ein kleines Problem. Der Busbahnhof ist fertig. Also eine Startbushaltestelle werden wir dahin setzen. Und die Zielbushaltestelle werde ich nach hier oben setzen. Damit ich da oben die Hütten loswerde. Das ist zumindest der Plan. Da sind Forderungen abgeschlossen. Es ist eine kostenlose Kassate. Ich kriege Ruf bei den Kommunisten. Und mein Ruf, Ansehen ist generell ziemlich im Anus. Die Verfassung kann ich noch nicht ändern. Ja, drittes Goldbergwerk baue ich mit Absicht noch nicht. Ich warte jetzt eigentlich auf Geld. Woran liegt's? Gut, du hast genug Planken, aber zu wenig Arbeiter. Das heißt, wenn ich hier mal ein bisschen mehr Geld zahle, ist der Beruf attraktiver. Und die Leute sollten bereitwilliger länger arbeiten, würde ich sagen. Ich kann die Effizienz erhöhen. Machen wir mal. Ich möchte ja schließlich, dass viel hier gebaut wird. Und das mit der Bildung schreitet auf jeden Fall auch voran. Jetzt gucken wir noch mal kurz. Wir haben Obdachlose noch 17. Das wird also weniger. Kann ich helfen? Du bist wo? Du bist hier. Da. Was, wie reich bist denn du? Du bist ein armer Schlucker. Das heißt, ich kann gleich hier noch 2-3 Hütten hinbauen. Da oben dürften noch welche hinpassen, wenn ich mich nicht irre. Wie sieht es hier aus? 11.000. Ja, noch nicht ganz aus dem Minus raus. Wir haben auch keine Boote da. Aber jetzt sollten hier richtig schnell Boote. Der hat schon wieder Feierabend. Gute Show. Gar nicht schlecht. Schön. Wir nehmen die Immigranten. Einfach weil wir Einwohner brauchen aktuell. Dafür haben wir noch zu viel leer stehen. Wir sind gerade mal im Plus. Das heißt, ich darf mich jetzt um die Baracken kümmern. So, 2 Stück. Dann kriegen wir hier auch ein paar Arbeitslose weg. Und sorgen mal dafür, dass die mal mehr arbeiten. Weil wir haben ja genug Sachen hier. Okay, 8.000. Der Fischerhafen, mal ganz ehrlich, spult zurück, der war eben angeschlossen. Die haben die Straße wieder abgerissen. Da würde ich drauf wetten. Okay. Was sagst du jetzt? Du bringst mir wieder 10.000, damit gehen wir ins Plus. 11.000, ja, damit gehen wir ins Plus. Die Bildung ist gleich abgeschlossen. Euer loyaler Penulti. Danke, wir sind mit 3.000 im Plus gewesen. Zumindest kurzzeitig, ne? Ist schon mal ein Anfang. Die Zustimmung ist eine Katastrophe schon wieder. Wo kriege ich die Immigranten mit der Ausbildung her? Ich verwerf das. Ist mir egal, komm. Ich weiß nicht, wo ich sie herkriege. Ich habe sie ja eben gekauft, aber irgendwie meinte er ja, er muss das nicht umsetzen. Arbeitsmarktpolitik ist abgeschlossen. Das heißt, ich kann jetzt in der Verfassung sagen, glückliche Kindheit, Änderung check. Ich wusste, dass sie das Richtige... Ich auch, weil das bringt mir Zustimmung und die ist wichtig. Dann gucken wir mal ganz kurz, was ist denn so das Hauptproblem bei meinen Leuten, die Unentschlossenen. Was hat er damit gemeint? Da gucken wir mal, was ist denn mit dir, wenn ich dich so, so Glubschauge, keine Ahnung. Du bist eigentlich rundum zufrieden, zumindest solltest du das sein. Aber hast keinen Bock auf mich. Nochmal 9.000, das reicht nicht aus, um aus dem Minus zu gehen. Doch, jetzt wird's reichen. Entschuldigen Sie, Präsidente, ich habe einen kleinen Auftrag für Sie.
Er macht so, ich soll einen Radiosender bauen. Das stört mich allerdings ein bisschen. Da der irgendwie so für Propagandazwecke und so missbraucht werden kann. Würde 15.000 kosten, die Bank. Wenn ich vorhabe, im Plus zu bleiben, wäre die Bank eigentlich nicht mehr so verkehrt. Aber ich muss auch deren Wünsche dringend erfüllen. Und der Radiosender, der ist nicht mal teuer. Na komm, dann bauen wir den. Ist natürlich total das Propaganda-Gebäude. Und ich meine sogar, dass der Strom braucht. Dann bräuchte ich noch einen Umspannwert. Hier das. Ja, das reicht nicht bis hierhin. Wenn ich das aber dahin baue, sollte es reichen. Der Palast hat heute eine neue Weltkarte herausgebracht. Offenbar haben Alliierte und Achsenmächte an Boden verloren, während Tropico die Antarktis und Grönland annektiert hat. So. Wir sind immer noch nicht dabei, wirklich Geld zu machen. Wir haben hier auch unzählige Planken. Ich überlege gerade, ob ich hier noch eine zweite Schiffswerft bauen sollte. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Ich nehme lieber das Geld. Ihr seht heute gut gelaunt aus, Präsidente. Okay. Gar nicht wie jemand, der den gefürchteten Offizier des Reichs enttäuscht hat. Nee, die nehme ich nicht an. Damit hätte ich mich dann auch zu sehr auf kriegerische Handlungen eingelassen. Jeder hat Freunde, nicht wahr? Wolle herstellen, das kann ich wiederum annehmen, da ich die sowieso produziere. Also wenn ich jetzt $25.000 hätte, würde ich ja sagen, ich baue die Bank. So, Wolle läuft hoch. Ich warte einfach mal noch ein bisschen, weil im Moment habe ich keinen wirklichen Zeitdruck, außer die Zufriedenheit meiner Bevölkerung. Die wird mir, wenn überhaupt, zum Problem. Schatzjagd, ich habe 5000. Ich habe nichts gegen den großen Boss, aber man kann keine Eintrittskarten für die Kirche verkaufen. Ich habe es versucht. Seien wir ehrlich, wenn ich das jetzt wüsste, jeder Pen... Ja, bei wem ist denn das schlimmer? Kapitalisten oder Religion? Eigentlich spielt es keine Rolle. Ich nehme die Kapitalisten, deren Wunsch werde ich jetzt erfüllen. Die wollen, dass ich eine Kapelle baue. Nee, die wollen, dass ich eine Klinik baue. Haben Sie die Aktienkurse gesehen, Präsident? Ja, die gehen gerade den Bach runter. Da ist die Klinik. Und die baue ich selbstverständlich. Warum kann ich die da nicht hinbauen? Was soll das? Dann baue ich sie da hin. Okay. Wird das jetzt mal langsam gebaut? Ich habe ja schon die beiden Arbeiter da, ne? Die sind ja nicht auf dem Weg hierhin. Position arbeitet, ja. Jetzt, okay. Da ist ein Deal. Einige sagen, das Vaterland sei unvollkommen, solange unbesiegte Nationen. Ich mache immer gerne Geschäft. Das ist erledigt. Dann werden wir hier nochmal. Jetzt kurz gucken. Lass um das Moment herum Bäume wachsen, erhöht die Renner. Renaturierungsrate? Was ist denn das? Ach, Renaturierung. Okay, alles klar. Im Laufe der Zeit wäre also ganz gut. Bürger können nicht mehr über fanatische politische Ideologie verfügen. Sie neigen eher zu Gleichgültigkeit oder gemäß politischen Ansichten. Erhält alle Tourismusindex gibt Spaß für Besucher und Bürger, Touristen. Ich werde mir das Ding holen. Ja, das unser ist mein Geld Weltwunderholer. Wir nehmen den Ruf. Und hier würde ich dann gerne mal versuchen, einen kommen zu lassen. Die Frage ist halt, wenn ich das so mache, ob das auch zählt für die Immigranten. Dass er eigentlich das eben meinte. Forschung. Da werde ich jetzt noch Kirche und Staat erforschen. Für den Fall, dass sie auf die glorreiche Idee kommen, dass sie wollen, dass ich da noch mehr Änderungen vornehme. Da kommt mein Schiff. Du hast mich ins Plus gebracht. Ich bin stolz auf dich, muss ich ehrlich sagen. Wie sieht's mit den Einwohnern aus? Wir haben wieder sehr viele Obdachlose. Alles arme Schlucker. Und wo seid ihr?
da oben. Das heißt, ich könnte, um denen zu helfen, Gebäude 1, 2, 3, 4. Der Saboteur ist nicht zurückgekehrt. Und die Goldlieferungen laufen gut. Okay. Dann werden wir. Jetzt müssen wir durch die Waffen herstellen. Jetzt kommen wir auch langsam an den Punkt an, wo ich eben mal versagt hatte. Mal mehrfach. 15.000, damit wir das Stahlwerk haben können. Das wäre so mein nächstes Ziel. Ich baue aber zuerst mal hier vorne eine Straße rüber. Und let's go. So, man merkt jetzt schon, dass die Zustimmung extrem niedrig ist. Nur wenn Tropico den Krieg gewinnt. Vergesst also nicht, wenn ihr so, wie viele Waren haben wir hier? Vier verschiedene. Die sollten also eigentlich, so können wir die Lebensmittelqualität noch was erhöhen. Wir haben Feuer in der Stadt, das ist auch okay. Lassen wir einfach mal brennen. Oh nee, das ist nicht okay. Das sollten wir ausmachen. Haben wir eine Feuerwehr irgendwo? Möchte jetzt, ja, da kommen sie schon. Ich möchte nämlich ungern jetzt Feuerwehren bauen. Jetzt geht's los. Und zwar werde ich als erstes mal Industrie, ein Stahlwerk freischalten und ich werde dieses Stahlwerk auch bauen. Das, da wir hier Eisen holen, da holen wir Kohle, werde ich hier das Stahlwerk hinbauen. Keine Panik, Präsident. Das nehme ich auch an. Ein Transportbüro schadet auf gar keinen Fall noch ein weiteres. Das werde ich aber hier vorne irgendwo in die Ecke bauen. So. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu bauen aktuell. Und dann werde ich hier noch die Waffenfabrik hinbauen. Die braucht das, den Stahl von da. Letzte rüber. Und dann muss ich halt Nickel. Ich denke, Nickel muss ich dann wirklich importieren. Wobei, ich guck mal ganz kurz. Ah, jetzt kann man es nicht darüber gucken. Da muss ich die Karte aufmachen. Nee. Und zwar brauche ich Nickel. Nickel kann ich mir da oben holen. Oder kann ich mir da holen? Ich denke, dass ich mir Nickel von da oben dann vielleicht doch hole. Indem ich einfach nur da einen Transporthafen hinbaue und da eine Mine setze. Und dann kann ich hier nochmal so einen weiteren Transporthafen irgendwo hinbauen. Vielleicht da. Oder ich komme dazwischen durch, dann baue ich ihn dahin. Arr, lasst mich zum Punkt kommen. Wir müssen. Wir liefern 280 Gold. Okay, jetzt brauchen wir auf jeden Fall. Da gibt es 23.000. Sind wir doch zufrieden mit. Und dann machen wir kurz Pause und dürften dann fast alles bauen können, was wir noch brauchen. So, halt. Meine Gemeinde wurde mit Glaube, Hoffnung und Wohltätigkeit gesegnet. Gut, dass wir das Ding erforschen. Nehmen wir an. Dann werde ich jetzt hier oben anfangen mit den Transporthafen. Hier. So, den hätten wir. Dann wird hier oben noch eine Mine gebaut. Also wie gesagt, ich gehe diesmal ganz anders vor als beim letzten Mal. Letztes Mal habe ich die andere Insel da hinten genommen, die ja dann nicht funktioniert hat, sondern ganz im Gegenteil mich eher kaputt gemacht hat. Dann werde ich hier eine Baracke bauen, damit die Einwohner auch hier leben dürfen. Dann werde ich hier eine Taverne bauen, damit sie ein bisschen Spaß haben können. Und dann werde ich hier auch einen, ob das wichtig ist, weiß ich nicht. Ich werde aber hier einen Transport haben. Transportbüro. Das mit der Taverne hat irgendwie nicht so funktioniert. Bauen wir sie nochmal. Jetzt hat es funktioniert. So, sobald das Ding fertig ist, sollte der Rest da funktionieren. Dann werden wir hier noch einen Transporthafen bauen. Da ist er. Das funktioniert sogar. Ich baue eine Straße. Das funktioniert nicht. Ich komme da nicht raus. Ich könnte die Straße abreißen. Das probieren wir mal. Wenn ich die rausnehme und dann
Brauchen wir es nochmal? So rüber. Nein, nicht verbinden. Nicht verbinden. Ich will dahin. Ich hätte jetzt bis dahin gebaut, auf das Feld, und dann wäre ich runtergegangen. Das können wir vielleicht doch nochmal weiter anders lösen. Und zwar, ich reiße diese Straße ab. Dann baue ich die Straße hier rüber. Darunter. Okay. Die Straße baue ich bis dahin und dann kommt der Bus nicht dran. Das ist auch keine Lösung. Ja, es haut nicht hin. Ich muss das so bauen. Und so, es geht nicht anders. Jetzt wäre noch die Überlegung, dass ich das Ding mache. Wir reißen das Ding ab. Komm schon. Weg ist es. War noch nicht ganz. Jetzt ist es weg. Dann reißen wir die Straße nochmal ab. Dann bauen wir hier das Stück nochmal neu. Bis dahin. Darüber. Und dann können wir hier auch nochmal die Dings neu bauen. Wo ist es denn schon wieder? Man merkt, es ist spät. Ich werde müde und kann mich nicht mehr so hundertprozentig konzentrieren. Und was wir auch machen sollten, als nächstes die Kirche, weil ich gerade gesehen habe im Almanach, dass der Glaube für mich das größte Problem im Moment darstellt. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Riesenbauprojekt. Tropikos mahnt alle Bürger Tropikos zur Wachsamkeit. Esst wenig und kauft Kriegsanleihen. Okay. Der Sieg hängt vom Schauen wir mal, der Staatskasse des wie sich das Ganze jetzt hier weiterentwickelt. Im Idealfall positiv. Denn ich möchte wirklich anfangen und hier Waffen produzieren, und zwar selbst. Ich habe keine Lust, dass ich da Teile für importieren muss, weil dann vergesse ich das und dann funktioniert schon wieder alles nicht und das, ach, ihr kennt das selber. So, 7000 hat uns nicht gereicht. Wird vielleicht im nächsten Monat besser. So, wir haben wieder eine Quest. Transportbüro ist fertig, wir nehmen den Ruf. Der ist echt eine Katastrophe. Gut, das Gold ist gleich durch. Die Forschung, können wir die... Nee, da fehlt noch eine Forschung. Setzt noch mal. Gold geliefert, wunderbar. Gehört uns das Ding jetzt? Weil das würde ich dann hier hinbauen, das Brandenburger Tor. Muss auf jeden Fall, wenn ihr es noch zurückkommt, das Schiff. Wir machen 11.000, dann sind wir immer noch 5.000 im Minus, Leute. Komm schon, mach mal bitte. Hm, 7000 ist nicht gut. Ah, dass die Kamera dann auch so einen Riesensprung nach oben macht. Okay, 10.000 im Minus. Was wir machen könnten. Wir könnten uns gerade mal Geld hier leihen, obwohl der Ruf stimmt. Okay, könnte man nicht. Achsenmächte Handelsroute, die läuft doch schon. Export. Muss doch laufen, oder? Ja, tut sie doch. Nicht wirklich. Fisch können wir noch. Wir können auch 2500 Gold, das wird aber ewig dauern. Mais, Stahl, nee, Stahl wollen wir nicht exportieren. Wir können Mais, 1500. Haben wir kein Geld? Ach, Import, nee, wir wollen ja verkaufen, nicht importieren. Dann nehmen wir mal den Fisch hier, komm, let's go. Lass Fisch loswerden. Sonst sinkt das hier noch weiter ab. Oh, 24.000. Das ist mal eine nette Summe. Sind da Boote gekommen? Ja, 404. Und Planken. Das heißt, dadurch, dass wir so viele Planken exportieren, könnten wir theoretisch auch noch... Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. Ausgerechnet. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden. Oh, Mann. Ich kümmere mich um den Glauben. Ich werde die Religiösen loben, weil die sind super dufte. Ich entschuldige mich, nee, beschuldige niemanden und ich halte meine Rede. Euer Präsident, verzögern Sie den Raub? Rumliefern. Ihr braucht verzögern den Raub. Um zu beten, um eure okay, Sünden 27% zu beichten, Zustimmung. Und ein kurzes Nickerchen zu machen. Gott ist überall. Vom Gebet unter freiem Himmel ist während der Orkansaison jedoch abzuraten. Komm an.
So, wir sind mit 7000 im Plus. Soll Gott unsere wunderschönen hab Küsten extra mal schnell Pause gedrückt. Jetzt gucke ich mal kurz, was sagt die Forschung. Die ist noch nicht ganz durch. Das, was kann ich jetzt machen, um schnellstmöglich in diesem Leben zu steigern? Und da gibt es eine Möglichkeit, und zwar ich keine Audienz sicher, dass Sie es kaum erwarten können, hab die das mal erlassen. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Präsidente. Der will, dass die Genossen ich sind rastlos, Theater Präsidente. Sie haben schon seit Tagen nicht mehr zusammengearbeitet. Die Bank würde ich sogar wirklich gerne bauen. Aber, ihr seht selber, ich kriege die Bank nicht zusammen. Ein Theater wiederum. Wo ist denn das? Unterhaltung? Nee. Wo ist denn das Theater? Da. Theater wiederum ist nicht teuer. Das kann ich recht schnell erfüllen, den Wunsch. Okay, da oben passt es nicht hin. Dann baue ich das Theater dahin. Ja, wegen der Wand muss ich echt mir was überlegen. Und die Kirche Theokratie werde ich auch nicht haben. Dann bleibt es erstmal dabei, dass wir nur das Theater bauen. Und im Notfall müssen wir das Volk bescheißen. So, ich hätte trotzdem gerne die Forschung irgendwie noch vorher durch. Da kann ich aber auch nichts machen, glaube ich. Dass die schneller läuft. Doch, ich könnte denen mal ein bisschen mehr Geld zahlen. Aber das bringt mir auch nicht mehr Forschungspunkte, glaube ich. Na gut. Wir machen nochmal 19.000. Damit sind wir dann mal wieder ein paar Tausend im Plus kurzzeitig. Aber da sind auch wieder eine Menge Boote bei. Stahl ist auch dabei. 8.000 im Plus reicht noch immer nicht aus für die Bank. Die Hafenanlagen wurden von dem Saboteur angegriffen und die Achsenmächte sind in Aufruhr. So. Welche Hafenanlage? Da ist eine nämlich jetzt platt gemacht worden. Oh ne, das ist es nicht. Hafenanlage sind die Dinger, ja. Haben die mir jetzt Geld geklaut oder was? Wie sieht's hier aus? Gut, das Ding ist gerade im Bau. Damit produzieren wir gleich Nickel. Und dann gucken wir nochmal ganz kurz, was war das mit der Bank? Können wir sie uns vielleicht leisten, wo wir 10.000 im Plus sind? Ich glaube nicht, ne? Nee, wir brauchen 22.500 im Plus, damit das funktioniert. Also, wir lassen weiterlaufen und hoffen mal, dass wir auch so mit einigen durchkommen. So, bitte nochmal ganz viele Boote. Haben wir überhaupt Boote? Nee, haben wir nicht. Wird also eher eine miese Runde. Die Forschung ist durch. Das heißt, wir können jetzt die Moment, Theokratie aktivieren. Ich wusste, dass sie das Richtige tun wird. Ich auch. Denn wir sind jetzt auf 52%. So geht das. da freue ich mich doch gleich im Keks. Baue das mal bitte fertig jetzt. Da geht der Bau los. Dann gibt es noch mehr Punkte. Das Schiff bringt jetzt natürlich nicht so viel Geld rein. Aber immerhin so, dass wir aus dem Minus raus sind. Unsere der Genosse. Nächste, der sich freut, komm. Auch du bekommst deinen Wunsch erfüllt. Ja gut, das mit der Bank, das ist jetzt echt eine Katastrophe. Sie ist wichtig, ich hätte sie gerne und ich kann sie mir absolut nicht leisten. Andererseits, wenn da jetzt nochmal eine gute Fuhre kommt, vielleicht mit ein paar tausend Booten. Na, wie wär's? So 1000 Boote vielleicht? Es sind auf jeden Fall keine da. 25.000? Es sind nicht 1000 Boote, Leute. Ich habe nicht 1000 Boote. Aber da kommt das Schiff und das wird mir die Bank finanzieren. Oder aber die Waffen. Komm rein, Schiff. Wir haben jetzt das Geld für die Bank. Wir bauen die Bank und werden da noch eine Straße dran bauen. Ich weiß gar nicht, ob die Bank eine Straße braucht. Aber ab jetzt geht es auch darum, dass wir Zinsen generieren. Und als nächstes gucken wir mal ganz kurz ins Baumenü, wie viel brauchen wir für die Waffenfabrik. Industrie. Für die Waffenfabrik brauchen wir 18.000. Das heißt, wenn wir 8.000 im Plus sind, könnten wir die Waffenfabrik uns leisten. Also bringen wir hier nochmal 1000 Schiffe ran. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger... Ich auch. Die Bürger werden für uns stimmen.
hundertprozentig werden die das tun. So. Ich habe gleich eine Bank und sehr, sehr viel Zustimmung und gute Einnahmen, auch wenn ich immer noch im Minus bin. Ich gebe halt immer so gerne Geld aus. Das ist so irgendwie mein Hauptproblem. Aber diesmal habe ich keine Schiffe dabei. 16.000 und plus. Aber was die da alles verkaufen, das ist doch wunderbar. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch. Ja, finde ich gut. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Mit nur etwas Magie kann ich Ihnen das ziehen. Ich nehme diesmal sogar das Geld, so weit wie wir im Plus sind. Okay, und schon rutscht es wieder ab. Das ist normal nach den Wahlen irgendwie. Als würden jetzt die Ansprüche meiner seltsamen Einwohner steigen. Dass die Opposition zurücktritt und eventuell für eine Weile verschwinden könnte. Ja. Die Opposition, die traut sich nichts mehr, du. Das war echt hier ein richtiger Schlag für die in die Fresse. Okay. Dann 20.000, damit haben wir genügend Geld, um auch die Waffenfabrik zu bauen. Ich muss sagen, ich bin gerade echt begeistert. Das läuft besser als die letzten zwei Male, die verkackt worden sind. Es ist schön, Güter herzustellen. Kakao herstellen, nehmen wir an. Ich vermute nicht, dass wir Kakao schon herstellen. Aber was ich weiß, was wir herstellen, ist Waffen. Nicht, dass ich das in echt gut fände. Ich finde auch die deutschen Exporte der Waffen nicht gut, aber das ist ein anderes Thema. Plantage. Ich soll Kakao herstellen. Also werde ich dahin gehen. Plantage, Kakao. Das ist halt alles voll mies. Aber 68%, würde ich sagen. Geht klar, ne? So, dann gucken wir mal. Wir haben nämlich wieder 21 Obdachlose. Jetzt einen Drink. Ein Drink. Das war mir schon fast klar, dass die Obdachlosen alle hier abhängen. Kann ich mir gerade nicht leisten. Ich werde dann da einfach nachher noch ein paar Wohnhäuser hinbauen. Aber jetzt nicht. Verstärken Sie bitte Ihre Armeen, Präsident. Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken, Dämonen unter den Füßen und Flugsaurier über den Köpfen. Hab ich nicht eine Kommandogarnison? Wer aus der vierten Dimension zum Angriff auf uns bläst? Warte mal. Ich habe keine. Ich habe keine Kommandogarnison, das dachte ich aber irgendwie. So, da wird meine Waffenkacke gebaut. Und damit sollte dann hier oben der Nigel auch genutzt werden, effektiv. Und damit sollten wir dann auch Waffen produzieren. Okay. Moment. Das Schiff ist fertig. Die Kommandogarnison, die werden wir auf jeden Fall gleich bauen. Und ab dem Moment fangen wir auch an und kümmern uns hier ein bisschen mehr um unsere Quest rein. Aber immer so Stück für Stück, würde ich sagen. Denn ab dann geht es auch, glaube ich, mit einigen anderen Problemen hier los. Hafen, ich wollte was anderes nachgucken. Und zwar, wann ist mein Transport durch? Baumwolle fehlt noch ein bisschen was. Selbst Fisch funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Wird das denn zumindest? Ja, 11.000 ins Plus. Geht voll fit. Ich darf halt wirklich nicht übertreiben mit dem dem Ausbau von allem jetzt. Ne, sonst habe ich gleich ganz schnell ein Problem, wenn ich durch irgendwas so einen Schwenker drin habe. Ihr wisst, was ich meine, ne? Und dann auf einmal ja nicht mehr hinterherkomme. So. Also, jetzt bauen wir das. Machen wir noch das dritte Goldbergwerk. Das können wir. Da werden, wird auch mit Sicherheit noch ein 4., 5., 6. bis 100. dazu kommen. So viel Gold, wie wir hier haben. Deswegen baue ich das einfach schon mal vorsichtshalber so. Auch mit einer Straße. So, dann gucken wir mal, ob wir hier eine Straße. Okay, wir können sie uns noch nicht leisten, aber es wäre möglich.
Entschuldigung. Also, die werden glücklicher. Die Kommandokacke eher nicht so. Dann sollte ich gleich, wenn das Schiff durch ist, vielleicht noch einen zweiten Fischerhafen bauen. Aber wir kommen gerade nicht mal aus dem Minus raus. Das sollte mir eventuell so den Warnschuss geben. Ey, Junge, mach mal ein bisschen langsamer. Schau, dass sich das alles wieder einpendelt. Obwohl wir sind aus dem Minus raus. Die nehme ich an. Die baue ich, weiß ich nicht wohin. Ich baue sie aber. Wo ist sie denn hier? Da ist sie. Die war ja auch nicht wirklich teuer. Außer das Problem mit der war, es gab keine Plätze für sie. Da ist eine. Dann wollte ich noch genau die Brücke da oben bauen. Präsident, wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Militär. Dank Ihnen werden wir unsere Streitkräfte und Anstrengungen verdoppeln und unsere Erwartungen halbieren. So. Oh, Entschuldigung, irgendwas habe ich dabei echt tief im Hals stecken. Na gut, ich würde sagen, erstmal, es sieht gut aus. Ich weiß, wenn andere Leute, die was aufnehmen, sagen, ich würde sagen, heißt es eigentlich, die Folge ist zu Ende. Ihr wisst bei mir ist die Folge zu Ende, wenn das Level zu Ende ist. So, müssen wir mal abwarten. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall gleich noch ein paar mehr Transportgebäude. Und was ich auf jeden Fall gucken muss, Moment. Obdachlose 21. Wir haben noch 10 freie Arbeitsplätze. Das ist alles in Ordnung. Die Hauptzufriedenheit ist mit Wohnen auf 34. Das sagt die Übersicht. Der Glaube ist mein größtes Problem. Um dem jetzt entgegenzuwirken, das habe ich ja eben schon mal angekündigt, wollte ich die Kirche freischalten und dann wollte ich davon auch mal so das ein oder andere Gebäude vielleicht bauen. Ja, das wäre eine dahin. Und wenn ich dann hier auch noch so ein Kapellchen baue, so, dann sollte das mit dem Glauben doch eigentlich, gucken einfach mal, er ist im Moment bei 27, sollte das auf jeden Fall steigen, oder? Und wir schaffen Arbeitsplätze, was natürlich auch wieder von Vorteil ist. So. Bushaltestelle. Ah, die soll aber auch noch bauen. Ein gewöhnlicher Mann wäre zufrieden mit dem Gold, das ihr geliefert habt, Präsidente. Aber der Kanzler... Okay. Wir sollen also doch direkt das nächste Goldbergwerk hinterher bauen. Meine Rede. Diese Insel hat... Ja, sofort evakuieren. Dann werde ich hier nochmal... eine Startbushaltestelle bauen, die baue ich auch dahin. Und eine Endbushaltestelle baue ich dahin. Und was ich auch in Auftrag gebe... Es ist ein großer Tag für unsere Genossen. Wir nehmen den Ruf weiter mit. So, das mit den Waffen ist gleich erledigt, Kakao ist gleich erledigt und wir müssen... Das würde ich mir merken müssen. Das muss ich erstmal reparieren. Geht das überhaupt im Moment? Oh, wir haben den Export endlich durch. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Ich nehme meine Blaupause, was kriege ich? Zigarrenfabrik, das ist auch perfekt. Die habe ich doch eben schon vorgehabt, irgendwie mal vielleicht zu nutzen, zu bauen. Ich hatte doch Tabak angepflanzt, meine ich. Zucker? Nee, Rum. Eine Rumfabrik bräuchte ich. Ach, die kostet ja nicht mal was, ne? Ananas, Kakao. Ja, Tabak habe ich nicht. Ich brauche eine Rumfabrik, keine Tabakfabrik. Aber Rum brauche ich doch keine Fabrik für, oder? Ich weiß ja nicht. Da baue ich einfach mal eine hin. Und das habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte noch... Ne, Fischereihafen wollte ich keinen mehr bauen, weil das Thema war erledigt. Scheiße. Es ist echt schon spät. Ah doch, ich weiß es wieder. Ich wollte Werke bauen. So. Dahin. Dann Straße. So, so. Straße. Das wäre also auch erledigt. Die Bushaltestelle läuft. Damit haben wir dann auch die Bergwerke zusammen. Waffen ich läuft, mache Kakao immer gerne ist fertig. Geschäfte mit Ihnen. Ah, ich würde sagen, sieht gut aus. So, die Waffen, da warte ich drauf. Dann hätten wir nämlich die beiden Quests auch durch. Kontostand im Plus.
könnten ich weiß nicht, wie sagen, Sie es sehen, Präsident. Polizeiwache, wir können es uns leisten. Wir müssen gar nicht drauf warten. Ey, das ist doch mal ein ganz neues Erlebnis hier im Spiel für mich. Vor allem, ich kann mir jetzt aussuchen, wo ich die hinbaue, weil nirgendwo Platz dafür ist. Ne? Das ist doch echt der Hammer. Okay, dann wollen wir mal eben noch eine Straße bauen. Baue ich da mal runter. Dann kann ich hier zwischen nachher noch so kleine Wohnhütten oder sowas bauen. Auf jeden Fall wird die auch fertiggestellt. So, hier haben wir Beinfreiheit. Das ist wichtig in der Kirche. Und dann gucken wir mal, 27, wir sind auf 30 gestiegen. Also alles in allem würde ich sagen, ich glaube, ist auf dem richtigen Weg. Dauert natürlich ein bisschen, bis sich das eingefangen hat. Hier ist das Problem, dass wir zu wenig Waren haben. Es liegt da eher am Nickel. Und was ist hier los? Da fehlt an der Kohle und an der Kohle fehlt es, weil wir die können wir einfach ein bisschen verbessern. Zwei offene Stellen hinzu. Das ist doch meine Ansage. Präsident, Sie sehen gelangweilt aus. Haben Sie keinen Alliierte, Handlanger, den Sie mit unförmigen Objekten... Ach, du ahnst es nicht. Das finde ich nicht so gut. 1, 2, 3, 4. Okay. Ich finde es nicht gut, muss ich euch ehrlich sagen. Weil mir das auch ein bisschen Sorge bereitet. Und wir müssen 12.000 Gold exportieren. Das ist natürlich... Jetzt auch hier die Frage wieder, ob es nicht sinnvoller wäre, dass ich da noch einen Transporthafen hinbaue. So. Weil wenn die das mit dem Schiff transportieren, dürfte es doch effektiver sein, als wenn sie das mit dem Auto machen, oder? Denk daran! Plappermäul! Exporte Press! Leder exportieren. Dafür brauche ich eine Gerberei. Pelle stelle ich, glaube ich, selber zurück. Selber her. Wir nehmen das auf jeden Fall alles an und machen das auch. Industry, Gerberei. Wobei, haben wir nicht eine Gerberei? Nee, sieht nicht danach aus, als hätten wir eine Gerberei. Dann schauen wir mal, wo wir die hinkriegen. Vielleicht noch dazwischen. Ja. Dann hätten wir eine Gerberei. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Präsidente. Danke, das kann ich zwar nicht zurückgeben, aber ich tue es gerne. So, 12.000 Gold exportieren, das dauert natürlich dummerweise eine Weile. Was wäre auch noch nicht die letzte, danach kommt auf jeden Fall noch was. Bei den Waffen kriegen wir danach eine Exportroute, das ist wiederum ganz nett. So, hier fehlt es nach wie vor Nickel, da fehlt es an der Kohle. Das heißt, mein Netz fällt gleich aus, wenn das nicht ein bisschen effektiver läuft. Können wir das nicht irgendwie energiesteigernd bauen? Hier ist alles kalter Krieg. Ah, wir können da noch ein bisschen mehr Geld reinstoppen. Nicht zu viel. Ich sehe nämlich gerade, dass wir ganz gut im Minus sind. Was für eine Reise. Danke. Wenn die wieder da sind... Oh nein! Da, wo die Gerberei gerade gebaut wird, wollte ich doch das Weltwunder bauen. Ha. Huh. Na gut, dann muss ich mir eine Alternative einfallen lassen. Wie ist denn das hier? 23.000 machen wir aktuell. Überfall, Sabotage ist abgeschlossen. Ja gut, wir exportieren noch keine Waffen, ne? Das muss man auch mal überlegen. Wobei, doch eigentlich dürften wir das machen. Gut, was wir als nächstes angehen könnten, wäre hier nach und nach die ganzen Gebäude auszubauen. Aber ich sehe halt unseren Kontostand, der mir nicht gefällt. Mit 15.000 im Plus. Ne, im Ernst, der ist nicht hoch, weit genug im Plus. Wie sieht es denn hier aus? Die arbeiten auch nicht richtig durch. Weil wir kriegen ja auch nur Zinsen, wenn wir im Plus sind. Und jetzt ist so gefühlt wieder der Punkt, wo wir irgendwie eher ins Minus gehen als ins Plus. So, das hatte ich nämlich... Verstärken Sie bitte Ihre Armeen, Präsidente! Wir haben Feinde zur Rechten, Aufständische zur Linken, Dämonen unter den Füßen und Dämonen unter den Verordnung mit Autos und Flugsaurier über den Köpfen! Weil ich keine Lust auf die Kaserne habe.
Das werde ich aber erforschen müssen. Wobei, vielleicht... Gut, das haben wir sogar. Das brauchen wir gar nicht erforschen. Heißt, jetzt muss ich es nur noch als Erlass durchbringen. Gut, und ich kann ansonsten gleich den Ruf auch erhöhen. So, hier machen wir nochmal 9000. Das heißt, knapp aus dem Minus raus. Aber immer noch so eine Plus-Minus-Null-Nummer. Wisst ihr, was ich meine? Nicht so das Gefühl, dass wir hier echt Kohle machen. Pelle werden produziert, das heißt, Leder wird nachher auch exportiert werden. Keine Rede, diese... Jetzt brennt's doch schon wieder. Bürger von Tropico, dies ist eine öffentliche Ankündigung. Lava erscheint langsam, aber das kann täuschen. Man sollte nicht mit Stöcken darin herumstochern. So, wir kommen jetzt nicht aus dem Minus raus. So, und das ist ein mega Problem. Wir haben gerade schon wieder Verluste gemacht, anstatt Gewinne. Und so arbeiten wir uns jetzt langsam, aber sicher immer weiter ins Negative. Die Frage natürlich, was können wir dagegen machen? Wir stellen jetzt gerade Waffen her, aber alles in allem rechnet sich das nicht. So, haben wir das nicht auf Reparieren geklickt? Das können wir gerade uns nicht leisten, der Hafen. Boah, wenn der jetzt auch noch ganz kaputt geht, dann haben wir ein Problem. Wird der jetzt repariert? Bin mir da nicht so sicher. Gut, da kommt dann jetzt bestimmt so ein Transportschiff hin. Seht ihr, jetzt sind wir schon 11.000 im Minus, wieder 16.000. Wir kommen einfach nicht hoch von den Verlusten. So. Also, was tun wir dagegen? Wir können nicht viel dagegen tun. Außer hoffen, dass sich das vielleicht ändert. So, kommt wieder ein bisschen Gold rein. Wir werden mit Gold nicht reich, nur mit Waffen und mit Schiffen. Insbesondere mit dem Schiff. Gut, jetzt haben wir zwar wieder eine Runde, wo wir gut Geld gemacht haben, weil wir die Boote da drin haben, aber die haben wir halt nicht immer da drin. So, Waffen produzieren wir auch nicht. Eine Welle des Vandalismus wurde vom Palast als Neid der Besitzlosen abgetan. So, wir sind kurz im Plus. Und die Armen können die Bürde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Ja, das Ding ist voll. So, jetzt wird's ein bisschen abgeholt. Frage ist natürlich jetzt, wo bringen sie das hin? Und vor allem, warum? Oh, was machst du? Okay, du bringst es direkt zur Waffenfabrik. Das würde bedeuten, dass die Waffenfabrik jetzt gleich nochmal kurz... wo ist sie überhaupt? Dass sie nochmal kurz arbeitet. Würde es also was bringen, wenn wir die Dinger ausbauen? Wie voll seid ihr denn? An für sich sind die alle so recht voll, ne? Ich versuch's einfach mal dadurch zu retten, dass ich jetzt hier eine zweite Schicht einfüge. Die Bürger verlangen nach was? Ja, ich halte meine große Rede. Ihr wollt die Wohnungszufriedenheit ändern. Ich lobe mal den Kapitalismus. Und nichts. Und was ja, ist ich soll ein Theater bauen. Ich fühle mit. Das machen wir. Unser anhaltender das Wohlstand. Ist der Ruf dort. Ich danke euch, und meine Freunde, den diplomatischen Zustand auf den zu stellen. Das will ich eigentlich gemacht, was ich heute bin. Ich will ein bisschen ich bin stolz, neutral sein. Tropico, das Schiff legt ab mit 16.000 im Minus. Viva Tropico. Ach, Leute. So, gehen wir auf 4. Ja. Wir sind immer noch zu weit im Minus, als dass wir jetzt hier irgendwie was großartig retten können. Ein paar Schatzjagden. Auf jeden Fall, das Leder ist gleich exportiert. Wir können uns nicht mal leisten, das Theater überhaupt zu bauen. Da ist gar nicht dran zu denken. Es sind weder Boote, noch Boote sind jetzt geliefert worden. Das könnte uns dann noch mal ein bisschen retten. Aber es sind auch nur 3000 im Plus. Nicht mal mehr. Okay, da kam noch mal was wertvoll war. Moment. Also, jetzt hatte ich ja vorgehabt, hier mal das Ding auszubauen. Das machen wir einfach mal. 6 neue Arbeiter dazu. Oder vielleicht Dacker.
Was finden Sie, klingt besser? Okay. Es geht um Waffen. Ich finde davon gar nichts gut. Moment. Wir könnten das Theater bauen. Weil wir das als Quest haben. Aber auch nur deswegen. Und nicht, weil ich gerade gerne Bock hätte, ein Theater zu bauen. Bauen wir das einfach mal dahin. Ich glaube nicht mal, dass das eine Straße braucht, aber ich werde dem einfach eine vor die Tür setzen. So. Okay, wir haben halt auch ein bisschen wenig Wohnungen. Wahl ist in 15 Monaten, die sollten wir gewinnen. Und wir sind mit 13.000 im Minus. So, na, du bringst mir nichts, wenn du durch bist. 18.000, wir sind nur mit 1.000 im Plus. Gut, man kann jetzt wieder als Ausrede sagen, wir haben ein Theater gebaut, ne? Sehr gut, sehr gut. Ja, nee, ich finde das alles nicht so sehr gut, sehr gut. Entschuldigen Sie, Präsidente. Achtung, Achtung. Ich habe einen kleinen Auftrag Sabotiert für Sie. Alice. Er macht so viel Spaß. Es ist ein großer Tag für unsere Genossen. Ich nehme das wir Geld, weil ich mit 60 sogar. Im Plus bin. Und da singt das schon wieder. Sabotage. Die Alliierten. So, dann muss ich gleich mal gucken, wie die zu mir stehen. Nicht, dass die gleich sagen, ich stehe zu dir mit Panzern vor der Tür. So, was sagt denn mein Lager hier hinten? Arbeitet das noch? Es ist zumindest nicht voll. Und meine Leute, ohne Scheiß, wo leben die? Meine Rede, diese Insel hat definitiv ein Vulkanproblem. Das kann ich gerade gar nicht brauchen, Leute. Es ist nur der Vulkan. Ich bin ja nicht im Krieg. Gute Neuigkeiten, Tropico! Die Nächte werden in absehbarer Zukunft deutlich weniger kalt werden, so, da vulkanische Eruptionen für kuschelige Wärme sorgen. Eine Baracke? Welch Erleichterung. So. Weil irgendwie laufen die zwei. Ich habe meinen Konto dann gerade gesehen. Nickel herstellen. Gott sei Dank. Das machen wir sowieso schon. Moment. Die Baustelle gilt als nicht erreichbar. Also, das ich Ding. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von. Nee, die werden schon bestimmt. Also, der Transport. Jetzt ist es auf einmal wieder richtig. Lag das daran, dass während des Erdbebens. Mal kurz gucken. Die Hafen nicht richtig gearbeitet haben. Das können wir reparieren. Den Hafen können wir auch reparieren. Ja, das war der Hafen. Muss man nur mal mit der Kamera schwenken und nachschauen. So, das läuft. Sabotage Alice läuft. Gold läuft die auch. Die Wahl war ein wahrer Erdruck. Ja, das beruhigt mich schon mal, dass die Wahl gerade rum ist. Was mich aber nicht beruhigt, ist mein... Ja, doch, andererseits, mein Kontostand, der ist schon ganz okay. Präsidente zufolge war dies der großartigste und unvergesslichste politische Sieg in Tropicos Geschichte. Präsidente, unsere Militärmaschinerie hat einen Fehler. Wir besitzen nicht genug von den Dingen, die ich haben will. Alles. Verbessern Sie alle Wachtürme zu Schutztürmen. Das können wir machen. Präsidente, wir wissen Ihre Hilfe zu schätzen. Wir nehmen gerade das Geld. Den reparieren wir. Jetzt wäre vielleicht ein weiteres Baubüro gar nicht mal so verkehrt, oder? Naja gut, wir warten einfach mal ab. Wir haben gerade 36.000. Boah, eine Summe, die mich ein bisschen beruhigt. Ich sag mal so, ab 100.000. Wobei auch die sind sehr, sehr schnell weg. Ne? Wenn irgendwie was umkippt, denkt man da vielleicht gar nicht drüber nach und verliert eher aus den Augen, dass etwas nicht funktioniert. Hier wird zu viel Eisen verkauft. Nickel wird hergestellt, das ist okay. So, weil ich muss ja bedenken, dass ich im Moment nichts baue. Eben hatte ich 34.000 als höchst, jetzt 41.000, also nochmal 7.000 mehr. Liegt an den Goldexporten. Die müssen steigen. Da hinten ist noch ein Bauauftrag, das ist vollkommen okay.
Was machen wir hier? Wir müssen mehr Gold exportieren. Das heißt, ich könnte theoretisch hingehen und sagen, ich kaufe einfach 1000 Gold. Präsidente, ich bin inspiriert. Ich soll einen Radiosender bauen. Ich hab doch schon einen. Oder nicht? Nee, ich hab keinen. Es ist getan. Sie wollen wissen, wie viel Ihnen gezahlt wird. Nehmen wir die Blaupause. Soll ich den irgendwo bauen oder einfach nur bauen? Ich soll ihn einfach nur bauen. Weil manchmal hat man ja auch so diese Quest, bau ihn direkt in der Nähe von dem und dem. Ich habe ihn freigeschaltet, also habe ich ihn auch irgendwie mal... Da ist er doch. Ich habe ihn doch. Ich wollte schon sagen, hab mich doch nicht vertan. Den bauen wir einfach dahin. Dann sind die auch wieder zufriedener, aber wir haben 55%, das ist okay. Allerdings ein bisschen wenig Geld. Dabei kommt das Schiff gerade rein, 17.000. Wir werden die 41.000 diesmal nicht schaffen. Wieder. Aber gut, wir hatten noch einen Radiosender gebaut, ne? Der ist ja auch nicht gerade das Billigste. So, wir haben wieder 32.000. Können wir die Goldminen eventuell effektiver machen? Das wäre ja auch noch so eine Überlegung, ne? Wenn wir hier einfach sagen, hey, wir bauen hier vorne noch so ein Umspannwerk hin. Und dann würden wir 25% effektiver arbeiten. Ist die Frage. Nicht, dass mit das dann wiederum aus dem Ungleichgewicht bringt. Aber wir haben ja erstmal was erledigt. Wir nehmen nochmal den Ruf. Nickel, wir warten einfach mal ab, bis das durch ist. Ich sag mal so, die 12.000 werden wir auch schon auf die Reihe kriegen. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass wir noch ein wichtiges Gebäude haben, was ich gerne bauen würde. Und zwar ist es ein Weltwunder, und zwar das Brandenburger Turm, für das wir natürlich so viel Platz gelassen haben, dass wir das überall hinbauen können. So, hier zum Beispiel. Wir haben ein Brandenburger Turm. Natürlich müssen Sie unseren Aufforderungen nicht nachkommen. Axel möchte in der Botschaft besuchen. Das können wir machen. Ich habe den besten Job. Wir Gebäude besuchen, wissen, wo ist die Botschaft? Da ist Tropikos nach dem Bau eines Neoklassizisten. Es ist getan. Sie wollen wissen, wie viel Ihnen gezahlt wird. Lassen Sie mal den Ruf bei den Steigern. Ein fragender Geist sollte respektiert werden, Präsidente. Ich will keine Kaserne bauen. Aber okay. Jetzt werden wir eine haben. Wo ist der Eingang da? So. Jetzt haben wir eine Kaserne. Vor allem ist das eine Zeitaufgabe. Ich mach einfach mal schnell Gold. Wieder, da geht das nämlich schon los. Wir sollen jetzt eine Handelsroute mit den Achsenmächten noch erledigen. Die fangen jetzt voll an auf Krieg. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Ich nehm das Geld. Moment. Warum wollt ihr einen Export an die Handelsmächte? Ganz kurz, das Schiff fährt nämlich gerade ein. Wir exportieren an euch Baumwolle, haben wir ja. Aber 5600, das ist halt eine Masse. Oder 200 Boote, pass auf. So. Kauft meine Boote, weil die sind garantiert hier nicht drin. Ach Leute. Ja gut, dann wird das halt nächste Runde. Junge, fühle ich mich heute gut. Verordnung Kirchengebühr, haben wir das nicht so? Umlauf, Press. Wir nehmen das Geld. Wir haben 81% Zustimmung. Ist ja hervorragend. Was haben wir denn gemacht, dass die auf einmal alle so hinter uns stehen? Von jetzt auf gleich haben wir Geld und die Leute stehen hinter uns. Meine Rede. Glaub's. Diese Insel. Okay. Da hinten ist schon wieder alles kaputt. Gute Neuigkeiten, Tropico. Warum? Die Nächte werden in absehbarer Zukunft deutlich weniger kalt werden, da vulkanische Eruptionen für kuschelige Wärme sorgen. Ja komm, dann lassen wir das Ding einfach niederbrennen und bauen es danach neu auf. Mein Gott, dann ist es halt so. Wir werden es eh nicht mehr retten können, auch wenn wir eine Feuerwache bauen. Das ist lieber das Ding. Halte ich einfach schon mal den Platz frei und sage, ich baue es neu auf. Vulkanausbrüche sind vorbei, dann gucken wir jetzt gleich mal, was alles kaputt gegangen ist, nachdem das Gebäude weg ist. Jetzt ein Wiederaufbau 1-2. Das können wir reparieren. Den Hafen. Wie umbauen. Was ist denn da noch kaputt? Ach, die Bushalte.
Die Bushaltestelle ist kaputt. Okay. Dann bauen wir die neu. Dann bauen wir das Ding neu. Und das soll es gewesen sein, oder? Wir haben schon wieder nur 27.000. Was ist da los? Immer Boote? Oh ja. Die Mission ist erledigt. Die Genossen sind rastlos. Kleiner Laden bauen, damit bin ich einverstanden. Sie wollen wissen, wie viel ihnen bezahlt. Und hier nehmen wir die Blaupause für das Gefängnis. Das wäre auch nicht so verkehrt. Dann könnten wir nämlich gleich noch die Strafkolonie eröffnen. So, kleiner Laden. Andererseits haben wir hinten noch keinen, aber wir bauen den einfach hier hin. Nickel ist gleich durch. Kleiner Laden ist gleich durch. Und jetzt überlege ich ernsthaft, ob ich noch mehr Gold abbauen sollte. Ich traue mich halt ehrlich gesagt nicht, die ganze Insel jetzt hier voll zu klatschen, wisst ihr? Machen wir lieber hier Nickel und sowas alles voll. Andererseits... ich weiß nicht. Oh, so ein kleines Bergwerkchen dahin. Ja, komm. Hab's schon geklickt. So. Außerdem haben wir hier eine Bushaltestelle. Und ich mach mal Sofortbau, damit die Leute mich auch noch hier hinfahren müssen. Natürlich müssen sie unseren Aufforderungen nicht nachkommen. Mit den... Wir wollen mit allen befreundet. Moment. Handel. Achsenmächte. Klanken. 2500. Let's go. Wir alle wissen, dass El Presidente. Vor allem, warum wollen die auf einmal so viel von mir? Was stimmt denn nicht mit denen? Was also, wenn eine Supermacht Tropico rüpelhaft behandelt? Präsident sagt, dass. Okay, meine Opposition existiert quasi nicht. Die Alliierten können mich langsam nicht mehr leiden. Richtig pissig auf mich. Ich muss mich gerade richtig hinsetzen. Irgendwie tut mir nämlich langsam alles weh. Ja, da müssen wir uns was einfallen lassen. Die Alliierten sind gleich so pissig auf mich, dass sie Krieg mit mir wollen. Und ich glaube, daraufhin drängt das Spiel auch gerade so massiv, bis ich die Achsenmächte nämlich nicht mehr erledigen kann. Das ist genau das, was die wollen. Passt auf. Oder eben nicht. Wollen die, dass ich Krieg habe? Ich mache immer gerne Geschäft. Unsere Genossen freuen sich über ihre Unterstützung. Ich nehme weiterhin den Ruf, glaube ich, wieder. Gold fehlen noch 7000. Wir können Überfälle machen. Alles klar, machen wir Überfälle. Und zwar machen wir... Oh, was bringst du denn? Jeder tote Bürger hinterlässt ein Vermögen im Staat Tropico, erhöht alle Tourismusindexe, bietet Spaß für die Bürger... Es gibt keine Wohlstandsanforderungen für Besucher, ja, okay, das ist mir egal. Sendet alle Radio- und TV-Sendungen in ganz Tropico-Anstatt von der entsprechenden Station aus, erhöht alle Tourismusindexe, ist mir egal. Erhöht die Geschwindigkeit von Booten, Frachtern und Schiffen. Das wäre natürlich gut. Alle Gebäude erleiden weniger Schaden durch Feindangriff, das ist mir egal. Das Ding hole ich mir jetzt. So. Und dann kann ich hier nämlich noch die Sachen machen und dann... hole ich mir jetzt einfach noch die Muay Jai-Statue. Kann ich nicht, wenn ich... Das ist ja kaputt hier. Ne? Kann ich das nicht sofort reparieren? Ohne, dass da einer hinläuft? Irgendwie hat das mit dem Import nicht so ganz funktioniert. Was kann ich denn dafür, wenn ihr zu langsam liefert, Leute? Alliierte belegten Tropico mit einem Embargo. Oh oh. Das bedeutet, die wollen langsam mit mir so ein bisschen, ne? Wisst ihr Bescheid? Heißt, ich rüste schon mal meine Armee auf, weil... Was bringt das denn? Stellt einen Panzertrupp zur Verfügung, der militärisch Konflikte kämpft. Ich würde mal sagen, Leute... Die Tropicaner bereiten sich auf den Krieg vor. So, dahin. Dann werden wir hier oben auch noch ein paar Hütten bauen. Eins, zwei. Sicher ist sicher. Na, man muss halt vorbereitet sein. Nicht, dass die mir nachher dann doch noch die Bude einrennen. Da habe ich mich gar keinen Nerv drauf.
So. Ja, ich gut, sehe, dass unsere Forderung zwar noch mal erledigt. Eine zufällige Blaupause hätte ich gerne. Was kriege ich von dir? Parkdeck erhalten. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Das können wir nämlich dann direkt mal eins hier hinbauen. So, da ist der Eingang. Präsidente, ich bin inspiriert. Ich weiß. Du möchtest eine Highschool haben, davon bin ich auch inspiriert, auch wenn ich die nicht so befürworte, weil wir brauchen die, glaube ich, nicht mehr im Moment. Bauen wir da eine einfach hin. Was will ich alles dafür tun, dass unser Ruf steigt? Und dann bauen wir ein Parkdeck. Wir brauchen, glaube ich, nämlich davon auch am Zielort immer eins. Das wäre dann zum Beispiel hier. Da können sie da hinfahren. Dann werden wir hier noch eins hinbauen, damit sie auch hier hinkommen, meine Leute. Ja, hervorragend, oder? Was meint ihr? So, dann haben wir hier ein paar Parkdecks. Aber wisst ihr was? Ich baue da oben auch noch eins hin. Ja, da kommt auch noch ein Parkdeck hin. Ich bin gerade so voll in Parkdecklaune. Und die Bushaltestelle ist immer noch nicht repariert. Gut, dafür haben wir gleich die Hälfte vom Gold. Überfallbeute. Wisst ihr was? Das machen wir. Dafür brechen wir die einfach mal ab. Ich sollte das vielleicht nicht mehr anzeigen lassen. Das raus, das raus. Und dann hier Überfallbeute. Machen wir. Ist eigentlich egal, was wir da haben. So. Sollte doch in 1000 Tagen klappen. Das sind 3 Jahre. Und du bringst mir hoffentlich viel Geld rein. Ja, wir sind über 45.000. Wir waren mal über 70.000. Ne? Also ich habe das nicht vergessen. Und was ich genau noch machen wollte, das hatten wir eben schon vor. Ich werde mal hier noch ein Baubüro hinbauen. Und ich werde auch noch ein weiteres... Ne, Transportbüro baue ich nicht. Da werde ich lieber einfach mal ein Upgrade noch. Das auch. Es sollte eher effektiv sein. Meine Rede, diese Insel hat... Ja. So, gleich ist die Bushaltestelle kaputt. Ich habe botanischen Garten freigeschaltet. Bürger von Tropico, dies ist eine öffentliche Ankündigung. Ja, mach mir nicht alles Aber kaputt. Scheint langsam. Aber das kann täuschen. Ach, Scheiße. Man sollte nicht mit Stöcken darin herumstochern. Ach du ganz große Kacke. Wieder Aufbau. Kann man direkt mit anfangen. Der wird hoffentlich gelöscht. Den kann man direkt reparieren lassen. Vielleicht sollte ich noch eine zweite Feuerwehr in Erwägung ziehen. Okay. Das mit dem Gold nervt mich trotzdem. Das geht mir echt zu langsam im Moment. Wie sieht's denn hier aus, Christoph? Wir sollen das Gold exportieren. Unsere Truppen sind an einem höllisch kalten Ort stationiert. Oder Wolle. Ist es höllisch heiß? Ja, ich liefere die Wolle. Ich dafür habe nichts gegen den großen Geld Boss. Aus. Aber man kann keine Eintrittskarten für die Kirche verkaufen. Ich habe es versucht. Ich baue Seien für wir die ehrlich. Kirche. Also ich werde Jeder die Kirche Penny, bauen. Der für gute Zwecke auf... Einfach, weil sie günstiger ist. Wo haben wir sie? Da ist sie. Die Kirche kommt. Dann können wir hier oben. In der Ecke fehlt dann sowieso ein bisschen am Glauben. Die sollen beten, bevor sie in den Krieg ziehen, würde ich sagen. Klicken wir mal an, dass sie auch Angreifer verteidigen sollen. Wenn denn dann welche kommen. Ich hoffe ja nicht. Okay, die Beute, das läuft, die Kirche läuft. Ja, alles an Mission läuft. So, dann gucken wir mal weiter. Nee, da waren die Bergwerke. Kriegen wir hier 2 Stück hin. Sieht danach aus. 1 und 2. Wie gesagt, mich nervt das ein wenig, dass das wirklich so lange dauert aktuell. Ich denke euch auch. Es ist schön, Güter herzustellen. Gummi herstellen, das nehmen wir einfach mal an. Weil ich glaube, wenn es Gummi gibt, dann habe ich schon den Auftrag. Ein Transporthafen. Okay, müssen wir noch eigene Straße bauen. Und dann werden wir hier... ihr wisst schon...
zwei Baracken bauen. 1, 2. Und eine Taverne. Damit die halt nicht ganz so unglücklich sind. Okay, das hätten wir. Und da die Gebäude alle nichts wert sind, werden wir die sofort auf Schnellbauen setzen. Schneller Bau. Schneller Bau. Auch schnell. Dann ist die Ecke zumindest sofort erledigt. Und kann auch sofort hoffentlich seinen Betrieb aufnehmen. Jedenfalls sind die ersten Arbeiter schon auf dem Weg dahin. Wir zahlen denen auch mal ein bisschen mehr. Das können wir eigentlich, weil mal so für alle. Jetzt kriegen alle meine Tippes mehr. Schließen Sie den Überfall Beute ab. Ja, weiß ich doch. Sind wir doch eigentlich auf dem Weg, oder? Meine ich zumindest. Oder nicht? Ich weiß nicht, warum er mich daran erinnert hat, weil ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass Überfallbeute gerade läuft. Und den erledigen wir auch rechtzeitig. Aber Winter sollten. Wenn wir das hier. Mission wird durchgeführt, ja. Ich weiß nicht, was er hat. Dauert halt ein bisschen. So, das werden wir auch zu Ende kriegen. Boah. Mal gespannt, was danach noch kommt. Jawohl, die Operation. Okay, das wäre erledigt. Dann geht die Mission auch weiter. Wir sollten noch mal kurz gucken, dass wir hier eine Plantage mit... Ne, nichts Farm. Eine Plantage mit Gummi bauen. Wisst ihr was? Die baue ich direkt hier vorne hin, auch wenn die nicht so effektiv ist. Oder? Baue ich sie irgendwo hin, wo sie effektiv wäre, aber ich habe nirgendwo Platz. Nee, komm. Ich baue die einfach hier vorne hin, mitten rein und dann ist gut. So, auch wenn die mit 33% arbeitet oder 34%, ich werde sie nicht ganz bescheuert bauen. Also, haben wir 42%. Ist echt nicht viel, ganz klar, aber dann wird Gummi hergestellt. So. Ansonsten vermehren die sich hier zu schnell. Sir, wir können die steinernen Riesenköpfe. Oh, Baumstämme liefern. Andererseits Baumstämme. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt. Ich hätte gerne Blaupause. Sabotiert Alliierte. Das ist witzig. Ey, die seid voll auf Krieg aus. Was stimmt nicht mit euch? Das könnte ein Problem werden. Das könnte ein ernstes Problem werden. Das wird wirklich ein Problem werden. Weil wir sind das Weltwunder noch am Abholen. Und das kriegen wir nicht so ohne weiteres gerade. Das muss ja auch erstmal abgeschlossen werden hier. Pass auf. Das dauert noch eine ganze Weile. Und danach können wir erstmal die Alliierten sabotieren. Also noch diese Mission Fehlschlag. Ja, war schön. Natürlich die Frage, gut, wenn wir jetzt schnell genug das Holz dahin kriegen, dann könnte es klappen. Die Bürger verlangen nach Wahlen. Ach, Scheiße. Was wollt ihr denn jetzt von mir? Kapitalisten loben, keine Versprechen, tue ich euch auch nichts. Ich halte meine Rede. Warum ich das auf der Brücke mache, keine Ahnung. Ich glaube, die finden den Palast nicht mehr. 64% Zustimmung, ja eigentlich kein Wunder. Eure Leiden sollen belohnt werden. Ja. Mit nur noch ein wenig mehr Anstrengung. Geschwindigkeit hoch. Bring mal Bäume hier rüber. Wir steigern den Wohlstand Ruf. Wird von den Kapitalisten unterstützt. Wir danken. Wir sind dankbar für die vielen erfüllenden Arbeitsplätze, die ihr für mein Volk schafft. Und für eure progressive Gut, Gummi wird ja auch produziert. Dann machen wir hier noch die Kirsche schnell fertig. Also, El Presidente, für die Ach, das ist das Baubüro. Ja, mein Gott, dann ist es halt das Baubüro. Viva Tropico. Das braucht aber eigentlich auch nichts, ne? Gut, jetzt wird die Kirsche noch gebaut. Die Sabotage werden wir zeitlich nicht mehr schaffen.
So, das ist auch abgeschlossen. Dann nehmen wir noch bei den Religiösen 81-83% gehen wir in die Wahlen rein. Ey, easy. So, wie weit ist denn... Ja gut, die Baumstämme fehlen, ne? Ohne die ist da eh nichts zu machen. Ja, dann haben wir das. Oder haben sie das, was sie wollen. Da haben sie Krieg mit uns. Dann kommen sie gleich mit ihren Schiffchen und greifen uns an. Meine Rede, diese... Sofort evakuieren. Und die Bushaltestelle übrigens ist immer noch nicht repariert, ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Und wir haben über 100.000 aufgefunden. Das ist zumindest mal eine gute Nachricht. Dies ist eine öffentliche Ankündigung. Lava erscheint langsam. Aber das kann täuschen. Man sollte nicht mit Stöcken darin herumstochern. Schade, schade, schade. Die erste Mission, die ich verkacke. Und nur weil ich so ein blödes Weltwunder haben will. Ja, das weiß ich doch. Lass mich bloß in Ruhe damit. Jawohl, die Operation. Okay. Dann fangen wir mal an mit dem Wiederaufbau. Vielleicht brauche ich doch mal eine Feuerwache mehr. So, auch das können wir reparieren. Das macht meine Feuer. Ja, die löschen das auch noch. Können wir das auch reparieren. Und was ist auf der linken Seite passiert? Nichts. Doch. Das Ding ist kaputt. Ist aber nicht tragisch. Gut. Wieso kann ich denen nicht mehr Geld geben? Was ist denn da los? Achso, weil die auf einer Mission sind. Okay, alles klar. Das Flugzeug hat um 1100 aufgesetzt, was zufällig auch die Anzahl der Blasen auf den Händen des okay. Ich war gerade überlegen. Hey, was wollt ihr? Jetzt gucken wir mal. Vielleicht klappt das mit Sabotieren. Ich bin mir sicher, dass die guten Die stimmen auch so für mich. Vielleicht schaffen wir es doch noch. Mal schauen. Auf jeden Fall, wir können das nächste Weltwunder bauen. Da ist es. Die sind zum Glück auch nicht so groß. Kann ich irgendwo dahin bauen? Irgendwo hin, wo sie eh keiner sieht. Hi, Press. Hi. Junge, fühle ich mich heute gut. Jo, das freut mich. Wenn es dir gut geht, dann baue ich direkt meine Klinik, weil das hört sich nicht gesund an. Bibliothek. Ich wollte eine Klinik bauen, die ist aber da. Suchen wir mal einen Platz. Da ist doch ein Plätzchen. Der sieht doch gut aus wie eine Bibliothek. Also, die Köpfe erreichen Tropico und das Sabotage ist in vollem Gange. Könnten wir also doch noch schaffen. In Styroporform vor. Ja, also Klinik läuft. Gold sind auch nur noch 3.500. Das geht auf jeden Fall auf einmal dann doch ein bisschen schneller, als die ich gedacht habe. War ein wahrer Erdrutsch. Easy. So habe ich mir das vorgestellt. So. Ich überlege trotzdem, ob wir die Effizienz steigern, weil dann wären wir knapp durch schon. Andererseits, wie gesagt, ich traue mich immer noch nicht, auch wenn wir gerade gut Geld verdienen, Unmengen auszugeben. Unsere geliebte, unumgängliche, staatliche Nummer 1. Da ist die Klinik im Moment auch durch. Damit hat man dann den nächsten Punkt erreicht. Unser Geld ist jetzt über 90. Press. Im Moment haben wir echt alles, was wir brauchen. Außer Gummi. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich werde jetzt mal doch noch eine Sache ändern. Und zwar möchte ich jetzt mal hier eine neue Handelslizenz kaufen und noch eine. Und dann gucke ich einfach mal, ob ich hier nicht mal eben Gold importieren kann. So, pass mal auf. Wenn ich jetzt hier einfach mal sage, ich importiere 2750 Gold, so, dann ist das einfach mal so und dafür sollte ich doch eigentlich dann auch schnell ein bisschen Geld reinkriegen. Dass ich die schneller verkauft kriege. So. Klar, das war jetzt ein Haufen Geld, der da rausgegangen ist. Natürlich müssen Sie unseren Aufforderungen nicht nachkommen. In der Botschaft besuchen. Es ist getan. Das ist eher so weniger. Sie wollen wissen, wie viel Ihnen gezahlt wird. Ja, ich hätte gerne eine Blaupause. Einwanderungsbefehl erhalten. Okay. Ich laufe zu viel. Dann, Präsident, Gebäude besuchen. Einmal zur Botschaft, bitte. Danke. So, weil, wenn ich das Gold komme, ich habe jetzt hier 1600 Gold. Jetzt kommt das Schiff.
und nimmt die hoffentlich komplett mit. 50.000 erwarteter Wert. Was eine Ansage. Seht ihr? Und das sieht dann auch schon besser aus. Wir haben jetzt wieder 1.000 Gold da liegen. Und mit dem nächsten Schiff haben wir das dann auch fertig. War also, glaube ich, ganz sinnvoll, dass ich das jetzt gemacht habe. Überfall sabotiert Alliierte, soll ich machen? Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Ja. Fertig? Ich gebe euch nochmal 2 Ruf. Gummi herstellen und dann sabotieren wir die Allies nochmal. Ich finde das echt nervig langsam. Ich will keinen Krieg mit denen eigentlich. Ich könnte natürlich jetzt dagegen arbeiten. Aber warte mal. Wartet mal. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Soweit war ich wirklich noch nicht gewesen in der Mission. Aber es sieht auch alles 1, 2, sehr gut 3. aus. Präsidente, Ihre gemeinsamen Anstrengungen, die Invasoren zu verbannen, haben dazu geführt, dass Sie sich dauerhaft niedergelassen haben. Umgekehrte Psychologie, nehme ich an. Ach du Scheiße. Präsidentin, Ihre gemeine Anstrengung. Oh, Scheiße, Mann. Schmeiße ich die jetzt raus? Dann habe ich auf jeden Fall Krieg. Wenn ich sie lasse, sind meine Leute unzufrieden. Ach du Scheiße. Wisst ihr was? No risk, no fun. Schmeißen wir sie raus. Oh, sie haben also ihr Rückgrat wiedergefunden. Was für ein unglaubliches Wunder. Und was für einen schrecklichen Fehler sie gerade gemacht haben, Präsidente. Oh oh. Lassen Sie den Ruf nicht unter 16 fallen. Minus 20 bei den Achsenmächten. Ach du, ahnst es ja nicht. Ja genau, was ich für einen Fehler gemacht habe. Tut mir leid, Leute. Das war nicht so geplant. Ich verkaufe euch hier Baumwolle. Ich verkaufe euch auch Kohle. Guckt mal, ich biete euch ganz viele Sachen an. Ich verkaufe euch auch Tabak. Was haltet ihr davon? Wollt ihr vielleicht ein bisschen Wolle haben? Hier, Vertrag unterschreiben? Also, passt auf. Wie geht das jetzt? Aktuelle Beziehung. Wie lange muss ich das halten? Oh, sie haben also Rückgrat wiedergefunden. Was für ein unglaubliches Wunder? Schrecklicher Fehler. Sie wollen mich von ihrer Insel ausweisen? Ja, also ist das so. Dann werde ich gehen. Aber ich werde gewaltsam zurückkehren. Ich werde den verfluchten Schatz der Iska finden und seinen übernatürlichen Sichtschmelz und Kräften gegen die entfesselten Präsidente. Jetzt ist die Frage. Muss ich eigentlich unter 16 kommen? Dass es nur dann weitergeht, kann das sein? Oh, ich brauche eine Konservenfabrik. Alles klar, die kann ich sofort machen. Da bin ich mir echt nicht sicher. Kein Feigling, Präsidente. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Kommandogarnison? Habe ich doch schon. Die Garnison ist fertig. General Rodriguez und ich haben einen geheimen Plan geschmiedet, um Trapico von den Achsenmächten zu Präsidente, erinnern Sie sich an die Geschichte? Alle von mir. Halt. Kurzpause, durch. Einmal, wir brauchen hier eine Klinik. Wir brauchen 2 eine Farm mit Schweinen und sollen Fleisch herstellen. Wo ist die Farm? Farm. Farm sind da mit Schwein. So, hier ist halt alles. Oh, da oben. Hier ist ziemlich viel grün. 1, 2. Wir machen einfach mal, weil wir Fleisch viel herstellen müssen, bauen wir da 3 Stück hin, werden das dann auch in der Straße anbinden. So, dann wird es, wie gesagt, 3000 Fleisch herstellen. Das sollte aber alles kein Problem darstellen. Ich werde jetzt hier noch mal ein weiteres Transportbüro hinbauen und werde hier oben auch noch mal so 2, 3 Einwohner hinbauen, so dass die hier nicht auf der Straße leben müssen. Okay, dann lassen wir mal weiterlaufen. Also ich glaube, das meinen die ernst mit nicht unter 16 und wir sollen jetzt hier diese Reihe durchmachen, um uns unabhängig zu machen von den Achsenmächten. Aber wie schnell wir da die Gruppe verlieren, das ist der Wahnsinn. Gut finde ich das nicht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Aber ich bin ja auch noch... Moment, das mache ich trotzdem. Sabotiert die Allee. Okay, das läuft. Keine Lust, dass das jetzt auch noch Ärger gibt. Eine gute Tat, Präsidente. Ich
ich nehme das Geld. Dann brauche ich noch die Konservenfabrik. Die habe ich nämlich noch nicht im Besitz gehabt. Ach, hatte ich doch. Habe ich doch schon eine? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber scheinbar muss ich die irgendwo haben. Gut, da passt keine mehr hin. Passt da noch irgendwie? Ja, da passt eine hin. Dann werde ich das mal auch auf Schnellbauen machen. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Zeitdruck, so das Gefühl. Schnellerbau, auch hier Schnellerbau. Weil ich verliere immer mehr Beziehungen zu den Achsen. Wisst ihr was? Ich mache was, was ich noch nie gemacht habe. Spiel speichern. Neuer Spielstand. Höhere Gewalt. Okay. Sicher ist sicher. Und fortfahren. Keine Lust, dass ich deswegen jetzt scheitere. Okay. Also, das Fleisch, das wird gerade verdammt schnell hergestellt, muss ich feststellen. Meine Rede. Diese Insel hat dich. Okay, sofort evakuieren, geht klar. Wir haben die Vulkanasche besiegt, Präsidente. Okay. Gute Neuigkeiten, Tropico. Ich sehe, dass unsere Forderungen erfüllt wurden. Das ist auch gut. Oh, wir können den Ruf nicht mehr steigern bei denen. Zufällige Blaupause bekommen. Oh, der Ruf ist automatisch gestiegen. Okay. Das ist, wie gesagt, ich habe einen Transporthaufen verloren. Der ist noch in Ordnung. Welcher ist kaputt? Der da. Wiederaufbau. Dann gibt es auch eine Beschleunigung dafür. Den brauche ich nämlich dringend. Und den brauchen wir auch dringend. Machen wir auch mit Sofortbau. Also, wir müssen scheinbar alle Missionen von denen so schnell wie wir irgendwie können erfüllen, damit die nicht mit uns Krieg anfangen. Ich habe da nämlich keinen Nerv drauf. Ja. Ja, scheinbar, bis wir alle Missionen geschafft haben. Dann ist jetzt wirklich der Endspurt eingeleitet. Haben Sie und ich die Aktienkurse gesehen, Präsidente? Verfassung, Wahlrecht, reiche Bürger. Das können wir ändern. Moment. Verfassung, Wahlrecht, reiche Bürger. Bei mir sind doch eh alle. Unser Geld also, ist im Umlauf, Press. Wir nehmen den Ruf. Und haben auch gleich das Fleisch zusammen. Präsidente, ja? Habe ich euch erschreckt? Operation Knusperspeck. Penultimo. Okay. Moment, das habe ich ja noch nie gelesen. Was ist denn das? Operation Knusperspeck, was ist das? Vulkan in die Luft jagen mit Speck. Okay. Dauert 2 Monate. Wir haben nur noch Überfallspunkte. Das ist auf jeden Fall noch nicht die letzte Mission. Da bin ich aber mal gespannt, was das bedeutet. Wie gesagt, soweit war ich selber noch nicht. Aber es lief trotz alledem ziemlich ruhig und flüssig hier durch, würde ich sagen. Moment, ich wollte was nachgucken. Und zwar genau das hier. Will er nämlich schon im Auge jetzt haben, wie das mit der Mission läuft. Wobei, oh, darf ich doch nicht machen. Ich brauche Ihre Hilfe, Präsidente. Exporthandel mit und wir brauchen Alliierten eine erfüllen. Das können wir machen. Präsidente. Und das können wir auch machen. Dann schauen wir mal ganz schnell in den Handelsbildschirm. Gucken wir mal nach den Alliierten. Was hättet ihr gerne? Fisch könnten wir versuchen, euch anzubieten. Wovon haben wir denn immer viel? Wir machen einfach mal hier. Oh, 10.000. Ja, egal. Kriegt ihr. Da wird euch Fisch geliefert. Und Fleisch dürfen wir auch gerade genug haben. Dann haben wir nochmal 15.000. So. Eins von beiden, denke ich, werden wir durchbekommen. Oh, der Ruf geht weiter runter. Weiter runter. Aber schneller können wir nicht sein. Sind wir mal ganz ehrlich. Da geht nicht mehr viel. So, haben wir weiter ein Auge drauf. Die Mission läuft auf jeden Fall, so wie es aussieht, sehr, sehr schnell. Ich habe hier unten auf die Aufgaben einen kleinen Blick. Jetzt ist es stehen geblieben. Warum? Die Köche haben die Küche erreicht, Kommandant. Gummi, Kommando-Garnison liefern. Easy. Gummi stellen wir doch sowieso her.
Ich weiß zwar nicht wo, aber ich weiß, dass wir es tun. So, da ist eine Handelsroute fertig mit den Achsenmächten. Das hat sogar ein bisschen Ruf gegeben. Kommt ein LKW, bringt sie direkt 500. Erinnern Sie sich an die Geschichte von dem Mann? Zollamt, das können wir annehmen und das kriegen wir auch hin. 310 haben wir da. Zollamt dürften wir sogar erforscht haben inzwischen. Okay, als eins der wenigen Gebäude, was wir nicht freigeschaltet haben. Wo bauen wir es hin? Da ist Platz. Und schneller Bau. Ich wusste, das schön, dass Sie das Richtige tun würden. Irgendwann. 91%, da lohnt es sich überhaupt nicht auf Ruf zu gehen, dann nehme ich lieber noch mehr Kohle mit. So, dann werden wir bald auch den nächsten Gummi bekommen. Seid ihr besorgt, dass der Außenhandel euch den Job kostet? Nur Mut! Das war nicht die letzte Mission. Die wollen ernsthaft einen Vulkan springen, Leute. Zieht euch doch mal rein. Oh, ich sehe gerade 2 Stunden Aufnahme. In 1:15 geht mein Wecker. Ne, 2:15. Also ich könnte das nochmal so weit spielen. Aber bloß nicht. Und danach bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht, ob morgen auch ein Video kommen wird. Das kann ich euch noch nicht fest zusagen. Da ich mich eigentlich jetzt mal kurz alleine dann damit beschäftigen wollte, was als nächstes für Missionen auf uns warten. Beziehungsweise wie das mit den neuen Zeitaltern aussieht. Davon habe ich natürlich wieder gar keine Ahnung. Und ich glaube, es ist schon sinnvoll, wenn ich da ein bisschen was weiß. Aber ich werde mir das mal angucken. Und dann entscheiden ansonsten am Montag wieder. Bis dahin dann Wochenende wollte ich mir eigentlich mal die Zeit für was anderes nehmen. Wer weiß, wer überhaupt zu dieser Zeit noch dran ist, der kann es ja mal in die Kommentare schreiben, wer das die 2 Stunden bis hierhin ausgehalten hat ein mit mir am Stück. Tag. Noch so, Leder ist auf jeden Fall durch. 3 Gummi fehlen noch. Die fahren irgendwie alle an die falsche Stelle. Das dauert und dauert und dauert. Vom LKW. Ja, da ist er. Jawohl, die Operation. Sehr schön. Dann weiter geht's. Sollte wieder laufen. Achso, muss ich erstmal auf Play drücken. Und dann bin ich mal gespannt. Feuer, Feuer in Tropico. Das Brötchen ist im Ofen, Kommandant. Die Köche haben ihre Pfannenwender und die Zutaten sind fein. Gebt den Befehl und entzünden den Stoff. Ein Video, was ihr mitgucken könnt. Wir haben Glück, mit unserem Leben davongekommen zu sein, Präsidente. Und einem Rucksack voller Gold, mit dem ich für euch schwimmen durfte. Was für eine Ehre. Das Lustigste daran ist, als wir vor Mount Krakens hungriger Lava geflohen sind und dabei rennend Bürger aus dem Weg gestoßen haben, habe ich mit ziemlicher Sicherheit gesehen, wie die Nonne eine Holzkiste auf einem Tramdampfer verladen hat. Ich denke, sie ging an die Vatikanstadt. Ihr habt es geschafft, Präsidente! Der Sieg gehört uns. Ich meine, Ihnen. Alles klar, dann haben wir es wirklich geschafft. Wie gesagt, 3:48 Uhr, 2:03 Minuten hat das Ganze gedauert. Ich danke euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass ihr dabei gewesen seid, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wünsche euch noch einen recht schönen Morgen, Mittag, Abend, wie auch immer. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ja, macht keinen Blödsinn, ne? Euer Yuseko.